Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Freue mich. Ich mich auch. Mega schön sind wir da. Wo du noch auf dem WC siehst, als mein Liebe davon kam, wir haben eigentlich noch nie ein Vergnügen gehabt. Ja, zusammen. Aber du kommst mir schon bekannt vor. Haben wir das wirklich noch nie gesehen? Wir haben uns einmal en passant gesehen. Wo? In Luzern. Achtung, das ist... En passant? Ja, ja, so im Vorbeilaufen. Ah, Entschuldigung. Das lehre ich mir jetzt. Ich sage auf irgendetwas und ich behaupte, das heisst das. Das klingt krass, das ist überzeugend. Nein, in Luzern, es war ein ganz schlimmer Oben gesehen für mich. Jeder Rappenzelt hat, also die haben immer die fette Konzerte gemacht auf dem Europaplatz. Ja. Und eins davor bist du gesehen. Und das SRF läutet mir an, irgendwie ein paar Wochen vorher, und sagt, hey, wir haben so eine Idee gehabt, bevor die Musik-Acts sind, wenn wir noch Comedy-Acts. Und ich denke so, ja geil, oder? Europaplatz, nice, wieso nicht? Dann ist das in der Kommunikation ist das irgendwie ein bisschen anders gelaufen, dass man nicht wirklich kommuniziert worden ist. Und der Moderator dann dort geht auf die Bühne und am gleichen Abend ist noch Hecht gesehen. So, du und Hecht in Luzern. Also schon mal viel Potenzial für Ekstase, oder? Und dann geht der Moderator auf die Bühne und sagt so, wer ist da für Hecht? Und irgendwie ein paar so, wow! Und dann sagt, wer ist da für den Mimix? Und ich so, wow! Und da ist er, der Joel von Mutzenbecher. Und ich gehe auf eine Bühne und sehe einfach tausende von enttäuschten Gesichtern, weil weder mein Name ihnen etwas sagt, noch haben sie eine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Und ich bin dann gebucht für eine Viertelstunde Comedy. Wow. Und wie ist es rausgekommen? Ja, kannst du dir vorstellen. Haben die Leute gelacht? Sind wir schon live auf Sendung? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, ja. Oder? Bist du schon am Aufnehmen? Ja, ja. Aha, wir sind schon voll drin. Hey, geil. Ja, irgendwann müssen wir anfangen, weißt du? Ja, sicher. Nein, krass, so läuft das. Geil. Das stelle ich mir schrecklich vor so einem Publikum Witze zu erzählen. Wenn ich mir letztes Mal überlegt, so, wow, ich hatte mega Angst vor dem. Das ist ein grosser Respekt für dich. Es ist wirklich Setting. Je nach Setting kommt es mega gut. Also, weißt du, keine Ahnung, ein, zwei Jahre später ist dann einer gesehen, Zauberwald Lanzerheit. Haben die das schon mal gespielt? Nein, aber ich weiß, dass es das ja, und es ist halt auch so Open Air und was weiß ich. Und es hat irgendwie minus 18 Grad gehabt. Das ist Psycho, ja. Und Kollege und ich schauen so das da an und denken so, oh, das wird so ein bisschen wie jeder abbezählt. Aber nein, weil Menschen haben effektiv gewusst, dass das passieren wird. Sie haben Tickets gekauft für das. Und trotz minus 18 Grad ist dann mega geil gewesen. Nice, also, nice. Das ist so. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ich glaube, ja. Aber ich meine, schon nur, wenn ich eure Songtexte so los, ist das ja so ein bisschen ein wiederkehrendes Thema, oder? So, also gut, es heisst Loser mit Fame, aber schon nur das Feeling von, man hat zwar Fame, aber man spielt dann gleich, was sagst du einmal in einer Line? Komm vorbei, ich spiele ihn. Also ich bin der pure Lil Wayne, kommt dort vor. Genau. Das, was sag ich denn noch? Ja, du nimmst auf so einen klassischen Schweizer Ort, wo man dann halt... Pure Eibu, so Zeug, habe ich gesagt. Ja, dort spielt man halt, ja. Aber das ist auch häufig hure geil. Ist auch geil manchmal, ja. Ja, sicher. Ja. Aber es kann durchaus passieren, dass man ab und zu mal wieder so einen Gig hat, wo irgendwie ein bisschen komisch ist. Was tut einem Erden? Das ist, glaube ich, nicht das ist gut. Das tut einem sehr Erden. Man kann es nicht planen. Mm-mm. Und das Erden finde ich so wahnsinnig wichtig. Oder? Mm-hmm. Im Nachhinein ist es nice. Wenn du geerdet bist. Vorher bist du Mann. Wieso machen wir das Scheiße? Ja, aber du kannst gar nicht in dieser Bubble bleiben. Das finde ich eigentlich noch gut, oder? Weil wenn du dann so Megastars siehst, wo wirklich einfach, es ist dann einfach so eine Bubble von, man fliegt irgendwie dort hin, man ist dann vom 5-Sterne-Hotel mit dem Shuttle an die Location. So, irgendwann hast du einfach nicht mehr den Bezug zur Erde. Ja, das kann uns nicht passieren. Nein, das passiert wirklich nicht so schnell. Ich bin froh, wenn ich nicht mit dem Shuttle zum Hotel gebracht. Nicht einmal das? Nein. Nein? UV. Jetzt auch mit dem UV da reinkommen. Ist Hammer. Schon geil, oder? Ich lieb's. Ist fast geil. Nein, jetzt muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. UV in Zürich muss ich wirklich Props geben. Tram,
ist für mich, in Luzern gibt es kein Tram. Und darum, ich muss wirklich sagen, stimmt. Ich bin grosser Fan von Tram. Das ist einfach speditiv, effizient. Ich finde, das ist wirklich eine sehr gute Alternative zum Zug und zum Bus. Ja, das Gute ist, Tram hat eine eigene Schiene. Das ja, macht so viel aus. Es gibt keinen Stau, das genau, ist Hammer. Weil Bus im Führerverkehr, auch wenn sie eine extra Lane haben und was weiß ich, es geht nie auf. Das ist Horror, ja. Drum ÖV, du auch ÖV. Ja, ja. Das ist tausend Jahre schon. Also ich denke gar nicht daran, dass es noch eine Alternative gibt, bis mich jemand mal wieder darauf anspricht, dass wir auch Auto fahren können. Ja. Aber das ist so weit entfernt von allen Sachen, die ich mir überlege. Für mich ist es völlig klar, dass ich jede Reise, die ich plane, kommt ÖV drin vor. Aha. Ja. Und es wird immer bewusst, wenn ich einen Kollegen, der nur noch Auto fährt, einfach so, was mit dem Bus? Dann findest du das richtig komisch, in so einem Bus zu hocken. Es so, schämt sich, glaube ich, auch ein bisschen. Nein, Charme habe ich nicht, aber ich finde es schon auch manchmal komisch. Aber es kommt natürlich auch sehr darauf an, welche Buslinie man muss nehmen, oder? Das kommt sehr darauf an, ja. Also die ich zu Basel muss nehmen, das ist so die klassische Assi-Buslinie. Geil. Oder? Und du weißt auch, egal welche Tageszeit, egal welcher Zustand. Es kann sein, dass du angekotzt wirst oder angeschrauen. Und genau, dort hast du oft immer eine grosse Performance schon im Bus. Das ist ja geil, das ist inspirierend. Genau. Das kannst du brauchen. Genau. Und Leute, die mit Kopfhörern sehr, sehr laut telefonieren und wirklich einfach alles Private raus erzählen. Ja, das ist geil. Und dann hast du deine Kopfhörer einfach auf still. Aha, so, ja, du hast sie drin, aber du hörst eigentlich dazu. Ich habe letztes Mal sogar auch ganz gerade ein TikTok gemacht, wo jemand laut telefoniert hat. Und ich habe mich so selber gefilmt und also das würde ich zulassen. Und das ist viral gegangen. Das ist schön. Viraler als all die Promo, die wir uns aus dem Arsch gezogen haben für Songs auf TikTok. Für das hat sich die Leute nicht interessiert, aber so, du hörst zu mir in einem Zuggespräch. Geil, das ist nice. Was war das Zuggespräch? Er hat jetzt falsche Hundefutter gekauft. Und dann hat sie ein gutes Angebot gesehen und so, ja, weißt du, und es ist so günstig gesehen. Und dann habe ich das heimgebracht und dann hat er es nicht vertreibt, weil es hat Weizen drin. Und das ist richtig tragisch gewesen, dass sie jetzt so viel Geld ausgeht für das Hundefutter und das vertreibt er jetzt nicht. Das ist ein Drama gewesen. Ich habe auch wirklich zum richtigen Moment davon filmen. ist mir nie mehr passiert seitdem. Ich habe mal eine Training im Zug erlebt. Ui. Eine telefonische Training. Also nicht von dir? Nein. So, ich bin auf Lausanne gefahren zu einem Kollegen. Und einfach wirklich gegenüber am Telefon. Die ganze Geschichte. Es ist über eineinhalb Stunden gegangen. In welcher Position ist die Person gewesen? Ist gerade Schluss gemacht worden? Oder hat gerade mit ihm Schluss gemacht. Ui. Ja. Yeah. Und krass. Und du hockst einfach so gegenüber. Kann man so Notizen machen? Okay. So geht das. Heftig. richtig heftig. Und zwar wirklich so drei Akte, weil es ist dann immer noch ein Tunnel gekommen. Weißt du? Dann musst du wieder los. Ja. Und also dann, wo sind wir gesehen? Genau. Und danach wo steht wieder? Also du hast mich betrogen. Da. Ist weißt, das gesehen? So Zeugs, ja. Oi. Geil. Das finde ich schon krass an ÖV. Du bist schon sehr nach diesen bei irgendwelchen Leuten und Schicksal. Extrem, ja. Nein, das ist schön, das ist sehr inspirierend. Das sehen wir eigentlich beim... Wahrscheinlich die Buslinie, die du in Basel hast, die ist in Basel, oder? Mhm. Die habe ich in Luzern, von dort, wo ich bin, der Zweierbus. Du bist in der Viererbus oder so. Die sind ähnlich. Die sind ähnlich. Dort hat es auch ähnliches Klientel und dort geht es ab und zu richtig ab. Das ist schön. Also in Basel und in Zürich ist in beiden Orten ist der 30er-Bus. Ah, ja. Das ist der... Halt der Szenenbus sozusagen. Ist der 30 Grad Langstrasse hinterher? Ja. Ja. Ich meinte die, oder? 31, 32, 33. Ja, ja. Der 30er nicht? Im 30er Bereich. Hey, aber. Ja, also auf jeden Fall die 30er Bus. Egal. Ja. Also die Langstrasse in Basel, oder was? Nein. Hat doch jetzt von Basel gehört? Und Zürich. Oder? Und Zürich. Okay. Ja. Dann bin ich völlig verwirrt. Jetzt Basel gibt es aber so eine kleine Langstrasse. Okay. Die Feldbergstrasse. Die ist so... Langstrasse Light. Ja. Und dort fährt der Bus natürlich auch. In Luzern ist das Baselstrasse, ist ja die Langstrasse Light. Ah, Baselstrasse, warte jetzt, ist nicht das Madeleine dort? Genau, ja. Ja. Aber das ist eigentlich noch nicht richtig in der Baselstrasse. Das ist so Anfang. Das ist Anfang, ja. Ja. Wie das, wenn es richtig dunkel wird. Kommt so ein Schatten über die Straße. Das Sonnenlicht, vielleicht eine halbe Stunde hat das, findet das Platz in der Baselstrasse, dann ist wieder vorbei, das ist dunkel. Aber es ist schön. Es ist mega motivierend, dort aufzustehen am Morgen. Und dort wohnst du? Ich wohne dort, ja. Ah, wirklich? Ja, ist Hammer. Aber ich finde es wirklich noch nice. Ja? Yeah. Ja, ist mir gleich. Ja, ist ja schon sehr nice. Also, ich würde gerne wieder mal dort wohnen. Nein, also ich finde es wirklich, ich fühle mich dort wohler, als wenn es jetzt irgendwie mega peak-feines Quartier wäre, fühle ich mich dort viel wohler.
und ich habe nicht so viel Geld drum. Wir landen automatisch dort. Gell? Das habe ich in Basel mit dort, wo ich wohne. Der Vorteil ist aber, ich habe eine ruhige Ecke vor dem crazy Quartier. Das ist stillig. Weil früher habe ich wirklich am Ecke selber gewohnt, wo immer alles passiert ist. Das Hammer, kannst du gleich bluffen, dass du dort wohnst. Genau. Aber hast du so ein bisschen wie die chillige Version davon. Weil vorher war es schon sehr anstrengend gewesen, wenn dann irgendwie so, weißt du, so Montag, 5 Uhr morgen und einfach irgendjemand auf der Straße, hau mal ab! ich liebe so Zeug, wenn es ein paar Leute einfach aushängt. Das ist gut, es muss etwas passieren. Wäre schade, wenn alles einfach langweilig wäre. Das heisst, wenn der Gigs habt, geht auch mit ÖV, aber dann habt ihr noch Equipment. Das kommt jetzt nein, das haben wir aufgehört. Das also die Gigs sind tatsächlich organisiert mit Büssli und so fahren und so. Ah, okay. Ja, das dann schon. Das wäre viel zu mühsam. Eben. Ja, nein, das geht nicht. Genau, weil das muss ich mit dem Auto machen. Wenn ich Solo-Gig habe, dann habe ich eben das Material dabei. Und dann sind die Leute so ein bisschen so, weißt du, wieso gehst du denn mit dem Auto? Und ich so, will ich nicht mit einem fucking Bar hocken und über mich ständer? Ja, nein, also das Bus würde aus mehreren Gründen auch ein kleines Spass, wenn wir ja auch noch dran haben. Ja, stimmt. Also, ja. Und nicht so viel müssen überlegen die ganze Zeit und so, das muss schon sein. Aber so viel Luxus muss drin liegen. Gut möglich, dass nicht alle wieder mit dem Büsschen zurückgehen. Dann ist vielleicht ist man noch im Ausgang und dann bist du morgen um 6 Uhr gleich im Bus. Richtig high und hinterfragst dein Leben. Wirklich? Also ich muss sagen, ist mir jetzt weniger passiert, die Tour? Ja, also der Bus fährt halt an einem gewissen Zeitpunkt ab und für die, die dann halt noch nie wollen, heim, für die blüht dann halt dann blüht ein anderes Schicksal. Die müssen dann noch irgendetwas, die müssen sich anders organisieren. Also konkret ist das dir passiert? Das ist mir auch schon passiert, ja. Mhm. Wo denn? Hey, es ist einfach passiert. Aber ich bin manchmal so, halt, wenn es mich so überkommt mit Party und so und ich einfach Bock habe, um jetzt den Moment zu genießen, dann lohne ich mich von solchen Sachen nicht beirren. Ja, voll. Das ist einfach, was rauskommt. Ja. Ja. Also du bist so einer, der im Moment leben kann. Ja, also mit nicht viel Alkohol ist es natürlich sehr einfach. Ja, gut. Ja. Aber ja, also es geht eigentlich mehr darum, wenn ich mich mal entschieden habe, jetzt ist ein Party-Abend, dann kann ich das sehr schwer, den Hahn wieder zudrehen. Ja. Yeah. Also ich habe dann auch keinen Bock. Und dann lasse ich das einfach passieren. Es gibt nur ein Gas. Genau. Vollgas. Richtig. Und das ist dann auch einfach okay. Manchmal wird es halt mühsam. Dann noch im Nachhinein, aber im Moment ist es dafür geil. Und es ist dann auch irgendwann wieder scheißegal. Nachher bist du 2 Wochen krank. Gut, wie alt bist du jetzt? 32. Das ist aber so langsam das Alter, wo... Also mein Problem ist eher, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde krank. Das ist eigentlich das, was mich am Ausgang zu saufen am meisten nervt, ist, dass ich nachher immer das Gefühl habe, jetzt werde ich vielleicht krank. Yeah. Das ist wie so eine Art... Ich habe wie so eine Konditionierung entwickelt, dass ich das immer so denke nachher. Und das versaut mir dann sicher mal so 3-4 Tage. Bis ich merke, okay, ich werde wahrscheinlich nicht krank. Das ist mega nervig. Dann bist du auch schon wieder rum. Ja. Ich habe das Gefühl, mittlerweile, wenn ich verkatert bin, bin ich so ganz bisschen krank in dem Moment. Ich habe das Gefühl, ein Kater ist bei mir jetzt schon eine leichte Krankheit. Nein, voll, das ist ein bisschen krank, ja. Ich bin ähnlich wie dumm, ich habe Kopfweh, mir ist schlapp, mir ist drüber. Aber ich habe mittlerweile so eine ganz dumme Schnuppe. Dann mache ich auf und dann bin ich wie verkältet, einfach an diesem Tag. Geil. Das ist super scheiße. Ja, das ist scheiße, ja. Ja, es ist, glaube ich, ein Zeichen vom Körper, der sagt, hey, lass es doch langsam. Ich genau. Habe es genug lang mitgemacht, wie du meinen Körper geschändet hast mit dem Alk. Jetzt lenkt langsam. Ganz weird. Ja. Aber wir werden es nie schaffen. Mama, wir werden es schaffen. Also, und du bist jetzt ein bisschen, mehr auf der Shuttle-Busfahrt. Nein, das ist wirklich, also... Zufall. Nein, es hat einfach einen Moment gegeben, wo er noch einen Bock hatte auf Ausgang und ich heimwollen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und dann hat er dann einfach halt am Morgen noch alleine heimgehen. Aber ich glaube generell, sonst bin ich in Luzern wahrscheinlich ein bisschen mehr im Ausgang. Im Moment vielleicht. Im Moment vielleicht, ja. Wo geht man jetzt in Luzern in Ausgang? Immer an gleich Scheissort. Ich könnte es gar keinen Clubnamen nennen. Man kann sie googeln, es ist überschaubare Liste. Aber ja, es ist schon das, was eigentlich Clubbesitzer hassen. Clubhopping, das betreibe ich sehr gerne. Also, yeah. Also man kommt irgendwo an
und trinkt etwas und dann muss gerade das nächste Geile nehmen. Dann muss man gerade zum nächsten. Komm, gehen wir noch dort hin. Und das ist mega schön, da angelt man sich von Ort zu Ort, von Glück zu Glück und man findet es nie. Dann bist du betrunken und weißt gar nicht, was du suchst und am nächsten Tag wachst du auf viel Geld verloren und es ist einfach, es ist verpfuchs gewesen. Du hast Glück gesucht und eigentlich nur alles verloren. Ja, eigentlich so, ja. Und dann machen wir es nächste Woche dann wieder. Und ey, ich bin jetzt 29, ich habe es noch nicht gefunden. Was du einen Tipp hast? Ja, irgendwann macht man es einfach nicht mehr so viel. Also ist bei mir so gesehen. Ja. Man mag auch nicht mehr. Also ich finde das gut. So, Herren, hä? Ist gar nicht vorbei das Leben. Nein, ab und zu mal in den Ausgang. Das ist das Schöne. Ich muss das nicht sagen. Das ist das Schöne. Der Ausgang wandelt sich. Also weißt, ich bin jetzt mehr da, wo einfach, wenn er mal in einem Restaurant ist und es ist lustig, dann kann man auch einfach die Ewigkeit in dem Restaurant sitzen bleiben. Und ja, einfach, ja. Also, einfach immer weiter. Weißt, so. Ja, in Clubs, also muss man schon sagen, also die, meistens, wenn man so auf die jahrelange Erfahrung zurückschaut, dann ist es schon meistens auch der Moment, bevor man in einen Club gegangen ist, habe ich meistens viel schöner gefunden, wenn man Gespräche hatte und es ist chillig gewesen, als nachher, wenn man in einen vollen Club geht. Es ist laut, man kann nicht miteinander reden, yeah. Man verliert sich. Dort ist meistens eigentlich fast der Ausgang vorbei, ausser... Ja, dort ist dann halt eben, dort muss der Pegel schon wahnsinnig hoch sein, weil dann ist es ja auch egal, weil dann hast du ja kein gutes Gespräch mehr. Also ja, man muss jetzt auch noch sagen, gell? Es gibt halt ja schon Leute, die das nicht brauchen. Und das habe ich meinen grössten Respekt davor. Also die es nicht brauchen, einen vollen Pegel zu haben, um sich vielleicht in einem Club wohlzufühlen oder yeah. Zu tanzen. Ich gehe halt in den Club nicht so gut tanzen, muss ich sagen. Das war nie so meins gewesen. Also mein Problem mit dem Ganzen ist sowieso, ich versuche eigentlich wirklich auch so in den Ausgang zu gehen, ohne zu trinken. Mhm. Aber dann merke ich eigentlich, dass ich merke jedes Mal, dass mich das irgendwie gar nicht so abholt. Sondern mich holt viel mehr ab, so ein, zum Beispiel, wo wir am Samstag sind, einfach essen und nachher noch eins zusammen trinken und wirklich intensiv können mit einer Person sich austauschen und wirklich irgendwie nice Gespräche haben. Und eigentlich so das ständige Switchen von Person zu Person und die ganze Zeit Smalltalk und so, das laugt mich mega aus. Und nüchtern ist das halt mega extrem. Ja, voll. Wenn man trinkt, kann man das vielleicht noch eher kann man das vielleicht noch eher abstellen, dass einem, oder dann ist man irgendwie, keine Ahnung, findet man auch Gefallen an irgendeinem oberflächlicheren Gespräch, aber das ist eigentlich eher etwas, was mich so ein bisschen auszieht. Und darum habe ich auch wie so wirklich so ein bisschen gemerkt, nüchtern so rausgehen, mega in Ausgang, das hat sich meistens nicht so gelohnt. Also ja, das ist gar nicht der Ort, wo ich eigentlich möchte sein. So. Aber auf der anderen Seite ist es auch ab und zu nice, mal wirklich alles einfach ausblenden und eine nice Zeit haben und mal etwas trinken und so, das kann auch geil sein. So. Ja. So. Und kannst du das dann, will ich sagen, vom Gefühl her, ohne zu denken, ah shit, irgendwie, das könnte mich jemand erkennen oder irgendwie... Aha. Also nüchtern meinst du jetzt, oder was? Oder besoffen oder was? Ja klar, wenn du irgendwann die Stufe erreicht hast von Besoffenheit, ist dir egal, oder? Yeah. Hey, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil ich bin mich das schon so gewöhnt, das ist schon so lang so. Ja. Yeah. Und wir haben ja das auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir mal gerne in den Ausgang gehen. Nein. Darum ist es gar nicht so. Ich glaube, wenn man uns mal sieht unterwegs, ist das jetzt auch nicht mega schockierendes Erlebnis für die Leute. Also, wieso? Ja, macht Sinn. Eben, ich bin nicht Tagesschau-Moderator. Nein. Darum... Das stört mich jetzt nicht so mega, ja, aber... Kann man dann nicht mehr ausgehen, wenn man Tagesschau-Moderator ist? Habe ich mich jetzt gerade gefragt, ist man dann so eingeschränkt? Ja, es ist schon ein Unterschied, ob du Rapper bist und ein Rapstar-Leben führst. Oder die Bevölkerung informierst. Oder die Bevölkerung über die Situation der Welt informierst. Ja, das ist ein anders. Und ich glaube, es kommt auch noch darauf an, ob am nächsten Tag Tagesschau ist. Das ist halt ein bisschen schwierig. Und du sie hast, aber weißt? Legendär für die Leute, die dich vorher im Ausgang gesehen haben. Du bist sau seriös, aber sie sehen, da ist viel Schminke auf dem Gesicht. Genau, wenn so, also die Augen so ein bisschen glänzen, weißt? Ja. Ja, das ist ja das, wo ich als Comedian an eben zum Beispiel Rapper bewundere. Weil es ist nochmal, für mich, in meinem Kopf, ist es nochmal eine andere Form von Freiheit, wo man hat mit was man sagt, einerseits in Songs, wie man sich kann geben oder wie man einfach ist, so. Und
irgendwie, ich habe hauptsächlich persönlich das Problem, dass ich dann eben zu viele Sachen hinterfrage und immer an dem nachdenke und was weiß ich. Und das bewundere ich dann immer an Rap, wenn ich so denke, man kann auch mal freier sein. Also ich kann dich beruhigen, wir hinterfragen auch sehr viel. Das nehme ich schon an. Wir sind auch sehr, sehr nicht immer nur völlig frei und einfach spontan, und wir sind schon auch sehr verkopfte Menschen. Das ist ja das Gemeine, dass man ja immer dann nur das sieht und denkt, wow, oh, so geil. Ja, das stimmt, ja. Und jemand anders denkt das dann wahrscheinlich von Comedians, weil sie sagen, boah, dass der irgendwie so etwas auf der Bühne sagt. Mhm. Also wir drehen jede Line 7-mal um, bevor sie auf das Album oder so kommt. Wirklich? Ja, ja. 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 Wie ist denn dort der Prozess von, also wenn du sagst, du drehst jede Line 7-mal um, irgendwann ist sie ja geschrieben. So, und irgendwann ist sie mal eingegrabt. Und dann? Hey, es ist einfach irgendwie mega, also ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, früher, dass man sich irgendwie in einer Euphorie zu irgendwelchen Aussagen herreissen lässt, wo einem dann Jahre später also denkst du so, ah Mann, nur weil es jetzt in die 5 Minuten funny war, hat es jetzt nicht auf dem Song gebraucht. Und meistens merkt man es auch schon, wenn der Song ein bisschen rumliegt, 2-3 Wochen und so, und dich immer wieder aber allein störst, dann einfach austäuscheln. Yeah. Ja. Also, weil es ist nichts Schaders, als wenn nachher der Song für dich selber irgendwie ein bisschen mühsam wird zum Hören, weil du die ganze Zeit dich an einer Line von dir selber störst, wo du irgendwie etwas gesagt hast, wo du irgendwie blöd findest oder so. Und für die Leute macht es keinen Unterschied. Sie wissen ja gar nicht, was vorher anders war. Stimmt. Also, das ist scheißegal. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was ich nicht beneide. Dass nämlich, wenn der Song draußen ist, dann ist er ja definitiv. Plus, minus, ja. Ja, also kannst du ihn wieder löschen, wenn es eine neue Version ist. Ja, oder das. Aber ja, es ist recht definitiv, ja. Und das ist etwas komplett anderes, wie das, was wir machen. Weil dort kannst du einfach... Machst du am einen oben so, und dann merkst du... Ja. Gut, wenn es Reel davon auf Insta ist, ist es auch. Ja, aber das... Aber gut, Reels. Ja. Also ich sehe es nicht als so ein Reel, sehe ich nicht als ein Produkt, okay, wie ein Song. Okay. Ja. Ja. Hey, ja, für mich ist einfach wichtig, ich wollte einfach können sagen, das, was ich sage. Es ist... Das vertappt. Mhm. Und das ist nicht, weil ich irgendwie in einer kurzen Emotion irgendetwas jetzt mega lustig oder so gefunden habe, sondern es im größeren Ganzen macht es Sinn irgendwie so. Yeah. Ja. Ja, verstand ich. Ja. Würde ich wahrscheinlich gleich machen, ja. Und was ist das, was du alles hinterfragst? Was hinterfrage ich? Alles. Auch in meinem Leben, alles wird hinterfragt. Soll ich den ÖV nehmen morgen oder nicht? Ja, also bei mir sind es schon auch ab und zu Lines oder auch sich also hinterfragen. Das Titel habe ich auch jetzt mittlerweile nicht mehr, aber auch hinterfragt, so, weil ich halt als Rapper gestartet habe und mittlerweile dann aber auch so Lieder gemacht habe, die nicht so rap-typisch gewesen sind, wie irgendwie Saurus oder Fisch. Mhm. Und dann hat es natürlich auch die ein oder andere Stimme aus der Szene gegeben, die gefunden hat, das ist nicht mehr Hip-Hop. Und das habe ich mir am Anfang, also das Herz, ich habe immer schon gewusst, ich bin nicht auf dem Holzweg und das kommt gut und ich mache wenigstens etwas anderes als alle anderen. Aber dort ist es mir noch mehr, so habe ich hinterfragt, bin ich auf dem richtigen Weg, verliere ich jetzt meine Rap-Credibility. Ist das immer noch ein Ding? Ich habe das Gefühl, es hat sich mehr aufgemacht. Es hat sich schon mehr aufgemacht, aber es ist schon noch ein Ding. Also Rap macht schon Schritte, aber es sind ganz kleine Schritte. Okay. Also ich wollte jetzt nicht für die ganze Rap-Szene reden. Nein, aber klar. Es ist sicher diverser geworden und offener, aber es hat einfach auch noch schon noch altbekannte Muster, die seit Jahrzehnten die gleichen bleiben. Aber jetzt zum Beispiel Saurus oder Fisch, das ist ja auch... eine spürbare Ironie auch drin? Ja, nicht für alle. Wirklich? Ja, Ironie ist eben etwas hochkomplexes, habe ich letztens gelernt. Habe ich auf Facebook in einem Post gelernt. Ah, wirklich? Was ist da gestanden? Nein, auf Facebook-Post lernt man viel. Es ist Ironie und Sarkasmus, das... Also, gell, das ist, für, ich weiß nicht, ob es so faktastisch gestanden oder so. Aber das heisst, das bedeutet, man muss eine gewisse Intelligenz vorweisen zum Ironie und Sarkasmus. Also, es macht das sehr Sinn. Das ist so ein Post, den jeder kann lesen und sich nachher so, wow, ich bin mega gescheit. Ich auch, ich mache das und erzähle sogar noch in einem Podcast. Also ich bin der Dümmste eigentlich. Bei allen auf den Leim gegangen. Ja, aber Kinder brauchen ja ein paar Jahre, bis sie Ironie und Sarkasmus verstehen. Ah, also ich meine, jetzt findet das Lied nice und die paar Jahre merken so, ah fuck, so dumm. Nein! Nein, aber es ist schon noch lustig, weil halt in der Entwicklung vom Hirni, du musst das mega oft gehört haben. Stimmt, das checken Kind gar nicht, Sarkasmus. Zum dann verstehen, aha, so, nicht alles, was man sagt, kann immer so gemeint werden. Ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich schon eine Nuance, die schwierig ist.
Ja, ich bin froh, haben wir es können. Wir haben es geschafft. Auf dem Album ist jetzt ordentlich Sarkasmus dabei. Ja, und das finde ich mega geil. Und eben, ich hatte nicht das Gefühl, wegen dem ist eine Credibility. Nein, weg. Es ist ja scheißegal. Scheiße auf die Credibility. Das ist ja wirklich, wollte man nicht zu viel Gewicht geben, aber nein, wirklich fett drauf geschissen. Drauf geschissen, Mann, wirklich. Nein, es ist. Aber eben, du hast halt gleich mal überlegt. Es hat mal eine Phase gehabt, was mich ein bisschen gestört hat. Ein bisschen mehr gestört. Aber mittlerweile bin ich sehr selbstbewusst. Und die einzige Credibility, die zählt, ist die, wenn du in den Spiegel schaust und findest, für wer hast du jetzt am meisten verbogen. Ja. Und wenn du musst sagen, für irgendwelche anderen Leute, die das Gefühl haben, das und dieses. Wo man eigentlich gar nicht dann, coole Leute findet. Ja, das ist das Geilste im Ganzen. So Zeug passiert einem am Anfang von der Karriere noch inner. Dass man Meinung, Gewicht auf Meinungen gibt von Leuten, die man gar nicht cool findet. Hast du das gehabt? Habe ich sicher auch gehabt. Ja. Ja. Also es ist lustig, wie es mir schon da, auch schon bewusst war, während ich es gehabt habe, dass es eigentlich dumm ist. Ja. Aber man kann das manchmal wie nicht abschalten. Und das ist etwas, was sehr zum Seelenfrieden beiträgt, wenn man mal checkt, dass einem die Meinungen von Leuten, die man nicht mal cool findet, wirklich am egalsten kann sein. Yeah. Wenn man Leute, wo man als Vorbilder sieht und wirklich einen guten Bezug hat und die haben eine Meinung und die haben eine Kritik und so, kann man sicher ein offenes Ohr haben. Aber von Leuten, die man wirklich Idioten findet, das ist die letzte Meinung, die man sich selber muss in Frage stellen damit. Das ist so. Das habe ich aber auch Zeit gebraucht. Ich kann es immer vergleichen mit Bildhauer. Weil irgendwann bist du an dem Punkt in Form von Skills lehren. Kannst am Anfang kannst mega viel von anderen Leuten lehren, indem sie dir halt irgendwie sagen, schau mal, ich habe keine Ahnung von Bildhauen, gell? aber ich nehme sie mal als Beispiel. Ich kann nicht, du kannst erzählen, was du willst. Keine Ahnung, wenn du irgendwie das Werkzeug nimmst, dann kannst du es irgendwie ein bisschen kantiger machen und wenn du irgendwie das Schleifpapier oder was auch immer nimmst, dann kannst du etwas schön abrunden. Dann lernst du wirklich noch Skills. Aber wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, du hast eine Kugel gemacht, ich hatte aber mega gerne eine Pyramide gehabt und darum finde ich es scheiße. Dann bist du so, aha, ja, yeah, kann mir eigentlich auch scheißegal sein. Ja, und vor allem ist auch noch, das ist auch so ein Ding. Du bist auch der Künstler nicht, also die Leute können dich nicht so hinbiegen, wie sie dich als Künstler wollen, sondern entweder sie finden es nice oder nicht. Ja, und wenn sie es nicht nice finden, dann ist es auch egal. Dann ist es auch okay. Es gibt ja andere Künstler oder Künstlerinnen, die das nice finden. Und darum, es hat ja für jeden etwas und es ist ja, irgendwann muss man einfach auch genug Selbstbewusst sein und genug zufrieden mit sich selber. So, voll. Ja. Es gibt genug Leute, die es cool finden, die es nicht cool finden, ist auch fair. Ich finde auch viele Sachen nicht cool. Ja, das muss man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ja. Findest du auch mega viel Zeug blöd. Ja, ja und ja, also auch aus Konsumentensicht muss man oft auch einsehen, dass man halt Künstler nicht kann so haben, wie man will, sondern der ist halt, wie er das möchte oder sie das möchte. Ja. Das ist halt so. Und als Künstler finde ich persönlich dann auch immer noch schwierig, man kann auch nicht allzu fest steuern, was man dann effektiv machen will. Sondern das ist ja irgendwie wie irgendjemand in einem drin, ist das auch schon ein bisschen gegeben. Das stimmt, und da kann man, kann man auch nicht zu fest sagen, ich will jetzt so und so sein oder ich will jetzt das und das machen. Ich habe das mal probiert. Ah ja? Das hat nicht jeder schon mal probiert, aber es hat wirklich eine Phase gegeben, wo ich das Gefühl kann. Ich hatte einen französischen Rapper als Vorbild, S.C. Asch hat er geheißen. Der hat lange Haare gehabt und ich habe mir dann auch die Haare lang wachsen, obwohl es mit meinem Kopf wirklich gar nicht gestanden ist. Das richtig verschissen ausgesehen. Habe ich gefunden, du hast immer gefunden, es hat noch irgendeinen Style gehabt, oder? Es ist halt, also Style, es hat vielleicht objektiv scheiße ausgesehen, aber es ist wenigstens nicht die Frisur, die jeder andere hat. Das stimmt, die habe ich jetzt zum Beispiel. Ich auch. Es hat jetzt gleich zu der geführt. Ja. Aber ja, dort habe ich zum Beispiel auch so Musik machen. Der ist von Marseille, vom Ghetto gekommen und hat krassen Gangster-Rap gemacht. Und dann habe ich gefühlt, ich bin jetzt auch der. Aber ich bin halt, ich finde die Musik zwar geil zum Hören, aber das war eine Erkenntnis, die ich recht klima kann, aber das bedeutet nicht, dass ich auch die Musik kann machen kann. Also ich finde ganz viel Musik geil, aber das bin ich nicht, weil ich bin nicht in Marseille aufgewachsen, ich bin in Rotenburg im Kanton Luzern, das ist ein agloisches Dorf. Ich kann jetzt nicht krass tun. Also ich kann auch ein bisschen krass tun, aber einfach in meinem Rahmen. Und ich muss jetzt nicht von irgendwelchen Sachen... Ein anderer Rahmen als Marseille. So. Ein bisschen anders, ja. Ich meine, im Rahmen von einem Kaugummi in der Avia-Tankstelle klauen, das ist auch krass. Nein, und das war so eine Erkenntnis, die ich irgendwann mal müssen haben. So, ich finde vielleicht viel Musik geil und ich finde die Bildsprache, die haben, schön, aber ich bin anders und darum mache ich auch andere Musik und das ist völlig, und das ist glaube ich wichtig, habe ich das Gefühl, voll. Weil auch, wir werden da viel gefragt, vielleicht von jungen Rappern, die so fragen, hey, was kannst du mir für einen Tipp geben, und mein Haupttipp ist einfach so, ja, find etwas, was dich ausmacht und du geil kannst. Das ist nicht eine Raketenwissenschaft, das ist nicht eine krasse Erkenntnis, aber ich habe das Gefühl, wenn du das nicht hast, dann ist es
schon mal schwierig, Erfolg zu haben. Mega. Du musst extrem gut sein oder so. Aber wenn irgendes, du brauchst ein Merkmal, das dich einzigartig macht und das mal zu finden, ist auch nicht so einfach. Nein, ich habe das Gefühl, das wandelt sich ja die ganze Zeit. Also weißt du, es ist so, der Kern kann vielleicht gleich bleiben, aber man muss immer ein bisschen mit sich selber wieder checken und schauen, eben, wo man ist, wo man sich fühlt. Und das macht dann auch noch etwas aus. Aber der Kern ist wirklich, also ich habe das Gefühl, der Kern der bleibt und der ist immer schon der gleiche und darum wird wahrscheinlich auch meine Musik oder was auch immer so ein bisschen ähnlich daherkommen. Aber den Kern muss man eben zuerst finden. Den musst du finden. Das muss man sich auch irgendwie eingestehen. Du hast ihn noch gefunden, oder? Ich denke schon, ja. Ja, ich denke es auch. Aber hast du auch Phasen gehabt, wo du denkst, du machst etwas völlig anderes? Ja, wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen. Und man versucht immer mal wieder einen Song zu machen, wo man sich an irgendetwas orientiert, wo man gerade cool findet oder so. Und manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Und es sind aber meistens nicht die Songs, die dann bleiben. Yeah. Also das ist so meine Erfahrung. Sehr oft wird aus dem dann nichts. Und die Songs, die wirklich so bleiben und krass sind, sind fast immer die, wo du deine Essenz wirklich kannst krass überbringen. Das sind ja die, die gefühlt einfach so passieren. Ja, voll. Ja, das, ja. Was man fast nicht kann erklären kann, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, das Unterbewusstsein, das irgendwie schon irgendwie an dem... Ja, über das habe ich mir kürzlich jetzt auch wieder viel Gedanken gemacht. Also wahrscheinlich gibt es da viele Herangehensweisen, aber für mich ist sehr oft entsteht Kunst, ich fahre einfach irgendwie an einem... Also ich habe zuerst das Grundgefühl, ich kann es manchmal gar noch nicht heimtun richtig, was es eigentlich ist. Manchmal ist es nur so ein Mut oder ein Gefühl, ein Grundgefühl, manchmal ist es irgendein Wort oder irgendetwas und dann gebe ich dem ein bisschen nach und lasse dem mal Raum und baue dann rundum irgendetwas auf. Aber ich habe sehr oft nicht ein fertiges Produkt im Kopf, also zum Beispiel ein Song oder ein Part oder irgendetwas, sondern das entsteht einfach so. Und manchmal weiss ich auch den Sinn noch nicht. Der Sinn kommt erst mit der Zeit vom Erschaffen von dem Song, zum Beispiel, kommt erst überhaupt ein Message oder so. Und das entsteht einfach so und das sind immer die Sachen, die ich eigentlich am nicesten finde. Sehr oft ist es so, wenn du schon ein mega einengendes Konzept hast, aber wie gesagt, es gibt sicher Leute, die das können, aber ich habe das noch nie können. Wenn ich schon ein mega einengendes Konzept habe, habe ich schon viel zu fest im Kopf, wie das soll werden soll. Und wenn es schon leicht davon abweicht, habe ich das Gefühl, es hat nicht geklappt. Ja. Also für mich ist so die Grund, von Grund auf etwas kreativ aufbauen, ist für mich viel einfacher, als etwas in ein Konzept mosten. Ja, so entsteht auch, es ist eigentlich die völlig falsche Herangehensweise, eigentlich Kunst zu machen. Weil Kunst sollte ja etwas Neues kreieren. Und wenn du einfach etwas machst, wo schon eine Vorstellung hast, wie es ist, dann gibt es das ja eigentlich schon. Und es kann gar nichts Neues entstehen. Boah, jetzt habe ich alles gefickt. Ja, ja, aber es ist auch, also oft macht man sich auch selber beim Schreibprozess, jetzt in unserem Fall, macht man sich auch schon die Freude kaputt, wenn man schon zu fest weiss, auf was das eigentlich rauslaufen soll oder wie es soll tönen. Also man kann schon gewisse Rahmen vorgeben, hast ja eh, wenn du einen Beat hast und so, hat es eh gewisse Rahmen. Emotionstechnisch oder so. Aber für mich ist es spannend, eigentlich, was passiert währenddessen. So. Ja, weil, also sind ja dann eigentlich zwei Punkte, meiner Meinung nach. Das erste ist, das Ergebnis ist dann viel mehr du, also deine Essenz sozusagen, was dich ausmacht, was ihr dann sicher auch mehr resoniert. Weil man. Egal. Ja, oder auch nicht, aber da hast du dich wenigstens nicht verbogen für irgendetwas. Ja, das kann nicht immer resonieren, aber ich habe das Gefühl, als andere, die Leute schmecken dort mehr der Bullshit, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, die Leute, als Künstler unterschätzt man manchmal ein bisschen, wie die Leute unbewusst wahrnehmen, wenn du jetzt irgendwie nicht ganz dich selber bist. Ja. Oder was würdest du da sagen? Ja, absolut. Das glaube ich eben auch. Ja. Ich denke auch, weißt du, man unterschätzt die Leute, warum können Leute sagen, dass ein Film zum Beispiel scheiße ist? Sie können dir vielleicht nicht sagen, weil die Storyline nicht richtig verhebt oder was auch immer, aber sie haben ein Grundgefühl. Ja, und das, dass etwas nicht stimmt oder nicht ganz authentisch ist. Und das gibt es ihnen einfach, oder? Ja. Ich habe mal etwas Gutes gehört dazu. Also zwischen Amateur oder einfach Laien in einem Gebiet und professionellen Leuten in einem Gebiet. Ein Laie kann dir zwar zum Beispiel bei Kunst sagen, dass etwas vielleicht nicht gut ist oder nicht gut umgesetzt ist, aber nicht genau wieso. Aber jemand, der professionell etwas macht, kann dir dann sagen, wieso, dass es nicht gut ist.
wenn es handwerklich oder so nicht gut umgesetzt ist. Das macht ihr Sinn, ja. Ja, aber Professionelle haben dann eben zum Teil die Gefahr, dass sie zu fest auf die, die Regeln schauen und sich die Schranken geben und was weiß ich. Oder? Das stimmt. Und der zweite Aspekt meiner Meinung nach ist, dass der Rick Rubin sagt, dass ihr zum Beispiel kreativ sein für den Willen vom kreativ sein. Dass du nicht immer schon eben ein fixes Ziel musst haben, sondern dass du einfach grundsätzlich deine Kreativität entfaltet. Das Ding ist halt, das Problem an dem ist natürlich, es steht meistens im Widerspruch mit irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen. Also wenn du musst etwas machen und so, dann sind das immer die zwei Pole, die sich so ein bisschen aufschaukeln oder auch behindern gegenseitig. Weil du weißt vielleicht, okay, ich will es jetzt so und so machen oder man weiß, man kann es so und so machen, dann funktioniert es vielleicht und dann ist es vielleicht nicht 100% authentisch, kreativ. So, ja, also man muss, also es ist wahrscheinlich auch ein Luxus als Künstler, sich das Recht können oder den Luxus können rauszunehmen, wirklich auch etwas zu machen, wo im schlimmsten Fall einfach auch kein Mensch interessiert, weil es so kreativ und authentisch und was auch immer ist. Yeah. Das passiert ja die ganze Zeit. Ein Rapper, dann macht irgendwie der Lil Wayne ein Rockalbum und die Leute finden es zum Kotzen. Aber wenigstens hat er mal etwas Neues probiert. Yeah. Gut, wir wissen jetzt nicht, vielleicht hat er auch gemeint, das zieht mega. Stimmt, aber ja. Ja, das kann auch sein. Vielleicht hat er gemeint, jetzt hätte ja mal gezogen, wo auf einmal Hip-Hop und Rock sich zusammengetan hat. Ist ja. Ja, das passiert ja immer wieder. Ja, das ist ja auch vor ein paar Jahren auf unserem Album auch passiert. Passiert wir sind die Ersten gewesen. Egal, scheiße, von Linkin Park, das hat es nie gegeben. Noch vor, was ist gesehen? Anthrax und Anthrax und Public Enemy. Ah, oh, die haben zusammen etwas gemacht? Die haben irgendwie, das ist 90er oder an die 80er sogar. Krass. Ist dort schon mal so eine Merger passiert. Dann haben wir Linkin Park, Jay-Z etc. etc. Sind wir doch nicht die Ersten gesehen. Scheiße. Nein, aber das ist ja das, wo, wenn man es dann eben professioneller macht, oder professionell macht, ist das, wo ihr dann anfängt, den Kopf zu bumsen. Wenn dann die wirtschaftlichen Interessen und vielleicht auch noch andere Leute und so weiter und so fort dazukommen, dann bist du auf einmal wieder an dem Punkt, wo du dir deine Kreativität musst zurückholen. Mhm. Ja, voll. Das finde ich zum Teil schon schwierig. So. Ja, du hast wahrscheinlich die Möglichkeit, entweder du halt machst zum Beispiel, ich weiß doch nicht, so wie der Sido, und schießt ab und zu mal wieder auf mega kreativ sein und dann machst du halt wieder mal einen Popsong. Ja, und funktioniert es vielleicht. Ihm funktioniert es recht gut eigentlich. Oder du musst halt damit leben, dass es vielleicht dann halt einfach nicht mehr interessiert. Da muss man auch sagen, wir sind jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt noch nie ein Lied gemacht aus wirtschaftlichem Interesse. Also vielleicht aus dem Interesse von aller. Also aus wirtschaftlichem Interesse? Aber im Sinn von, okay, das könnte vielleicht für die Radios gedacht sein, aber das ist ja schon lange nicht mehr ein Thema. Also für mich jetzt. Ja, Radio ist ja nicht mehr so wichtig, oder? Ja, ich weiß halt nicht. Gell? Wirtschaftlich vielleicht schon, weil wenn halt zu Primetime die Song läuft. Für gewisse Altersgruppe ist das sicher noch sehr ein wichtiges Ventil. Oder Ventilmedium, aber Radio als Ventil. Für die moderieren, das ist vielleicht schon ab und zu ein Ventil. Das nehme ich an, ja. Aber ja, keine Ahnung, das ist so früher, das weiß ich noch. Das haben auch, habe ich auch beobachtet bei anderen Leuten, die Rap machen, ist dann auch so gesehen, so, wow, jetzt mache ich ein bisschen Singen im Refrain. Und dann ist so, okay, das muss jetzt in die Radios. Mhm. Und dann ist es einfach, das ist ein bisschen Trugschluss, einfach, es braucht damals noch viel mehr, dass es passiert und am Ende des Tages, scheiß, egal. Also das ist ja genau der falsche Weg, wenn du etwas für die Radios machst. Gerade so, das führt einfach nicht zum Ziel und das führt auch nicht zu deinem Glück. Darum, das ist etwas, was ich schön auch in die Vergangenheit lassen konnte. So der Anspruch, so, okay, das muss jetzt so ein Hit werden und das wird ein geil für die Radios. Das hat bis jetzt eigentlich noch nie geklappt. Ja, wir können ja die Leute, die das geklappt hat, etwa noch einer Hand abzählen. Ich weiß, es sind darum so viele. Darum kann man sich auch eigentlich ausmalen, dass die Chance relativ klein ist, dass es geht. Es ist wahrscheinlich so wie Lotto gewinnen, oder? Man denkt, ich bin der, was jetzt macht. Ja, es ist ziemlich so, ja. Ja. Aber die Chancen an sich sind sehr klein. Ja. Ja. Und darum bringt es bringt es nicht sich mega. Die Chancen sind noch kleiner, wenn man bei SRF schafft. Versuchen. Aha, ja, das kommt dann auch. Dann sind die Chancen wirklich munzig klein. Dann ist es schwierig. Und wie ist so in der Rap-Szene, dann so blöd, aber wie ist so bei euch, weil es jetzt auch beide. Wie ist der Rap-Szene? Bei euch in der Rap-Szene. Nein, weil das jetzt beide ja schon länger machen. In der Comedy habe ich es ein bisschen festgestellt, ist immer so, sehr entscheidend ist eigentlich immer gerade die Projektion, wo es ane könnte gehen. Das heisst, wenn jetzt jemand frisch in die Szene kommt,
und am Anfang recht steil geht, danach gibt es eine mega Aufmerksamkeit und einen mega Boost auf das, weil die Projektion eigentlich mega stark. Okay, so, du meinst. Das ist so trajectory-mäßig. Ja. Weißt du, oh, das sieht aus, als würde es jetzt dann gerade so richtig, oder? Und es kann dann sein, dass 5 Jahre später es immer noch genau an dem Punkt ist, wie wo sie eingestiegen sind. Also ist zum Beispiel bei mir so passiert. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so wichtig, dass man es schon irgendwie 5 Jahre macht oder 10 Jahre macht, ob irgendwie Tickets verkauft werden, bla bla bla. Sondern dann ist in der Wahrnehmung ist so, eben ist die Projektion wie nicht mehr da. Und dann ist es so, ja, ist jetzt auf der Umme. So. Ist jetzt um, ja. Und ist ein bisschen gescheitert. Nein, ja, also natürlich, wenn, keine Ahnung, wenn du von außen schon so das Gefühl bekommst, boah, das wird jetzt so. Also ich glaube, an dem zerbrechen auch recht viele Leute und wer schafft es nicht. Darum, ich habe jetzt noch nie das Gefühl bekommen, dass jemand das Gefühl hat, wo du bist, ist da oben. Bei uns ist es eh. Also ich habe das Gefühl, das ist, ich habe das Gefühl, das kann man, zwar du hast einen anderen Start von deiner Karriere gehabt, du bist eigentlich schon recht gleich, hat es bei dir mal geklopft und bist eigentlich gerade mit dem ersten Album auf Platz 1 von den Charts. Aber ich, das Gefühl, bei uns ist es jetzt gleich nie so BAM gewesen. Nein, auch nicht es mega. Es ist immer so, es hat nicht plötzlich so der Hype gehabt und dann haben alle etwas von einem wollen. Es ist immer so stetig gegenüber gegangen. Das ist ja gesünder, meiner Meinung nach. Eben, wahrscheinlich schon. Darum, ich will es gar nicht anders. Das ist super. Das ist perfekt. Ganz langsam. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es, manchmal geht gar nicht mehr, als ich schon gerade geht. Aber man interpretiert noch ein bisschen mehr rein. Ja. Und dann muss man irgendwann einsehen, das ist jetzt eigentlich das genau das. Ja. Aber das, ja, also. Schau, wir sind die letzte Woche am Motzen. Wir können mit Schweizer Rap geile Konzerte spielen. Also. Oh. Ja, ich habe jetzt den Tourplan gesehen, sind ein paar gute Locations wieder am Start. Hey, ja, nein, also ich muss mir das auch selber immer wieder vor Augen führen, weil es hat auch Phasen gegeben, früher vor ein paar Jahren, wo man ein bisschen zittert hat vor, hinter der Bühne, weil du siehst, sind Leute gekommen, man schaut so durch den Vorhang, nicht so viele Leute gekommen. Okay, jetzt mache ich meine Rap-Show, mache eins auf krass vor 5 Nasen. Darum muss man das jetzt schon wertschätzen, seit ein paar Jahren läuft es jetzt wirklich sehr, sehr gut und das ist mega... Mega nice. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Für das bin ich die dann grundsätzlich Musik auch wieder weniger. Weil du kannst ja deine Show nicht mega fest anpassen, wenn es jetzt zum Beispiel wenig Leute hat. Ich, der nur redet, ich kann ein bisschen Energie, ich sag jetzt mal, dämpfen. Also weißt du, ein bisschen persönlicher, mehr zu den Leuten, mit ihnen wirklich reden, wenn es wenig Leute hat. Und dann halt nicht so du, als würde ich in einem Stadion spielen. Ja. Aber wenn du halt die Konzert quasi ready hast. Ja, ich habe mir das lustig wie das letzte Mal überlegt. Also ich muss jetzt auch gestehen, ich habe mir das vor ein paar Jahren auch mal überlegt. Ich würde mega gerne comedy-mäßig mal etwas machen. Aber die würde ich ja noch sehen. Das ist nett, danke. Ich sehe mich nicht mehr, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir so auch überlegt, so, Mann, das muss übel sein. Comedy machen vor 3 Leuten. Also wenn nicht, dann ist es dann so ruhig. Dann musst du die 3 Leute dafür ordentlich lachen, sonst kannst du dich einfach ficken. Also ich rede jetzt so, stelle ich es mir vor. Und darum, also das finde ich dann fast, wenn du einen Song spielst, dann kommt, wenn du drückst auf Play und dann läuft das Lied und es füllt irgendwie den Raum mit diesen Bass und so, dann ist es nicht so awkward. Aber ja, es hat auch, ich weiss, einen Song habe ich mal performt, jetzt sage ich so, ich spiele vor 100'000 Leuten, was machst du? Und ich habe das so gerappt vor 5 Leuten. Also. Da dachte ich, ja, offensichtlich spiele ich nicht vor 100'000 Leuten. Aber das ist ja die Ironie wieder. Das ist ja... Ja, also, das ist eben nicht so ein ironischer Song gewesen. Okay. Das ist so eine... Ich bin der Krasseste. Darum habe ich mich nicht so gut gefühlt. Ja, da muss man durch. Ja. Okay. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, sage ich jetzt mal, dass man sich dann eben das auch in Erinnerung ruft, wenn es läuft. Hey, mega, ja. Aber ja, die Menschen haben ja die angewohnt, nie zufrieden sein. Egal welcher Lebenslang das ist, es geht immer noch eins geiler. Und wenn das nicht ist, dann ist man jetzt nicht glücklich. Und das ist, glaube ich, auch, kann man auch mal lernen, so einfach den Moment zu genießen. Aber das ist mein Story of my life. Wie kann man den Moment genießen? Yeah. Schreibt es uns in die Kommentare.
Ich habe gemerkt, ich pendle immer so zwischen, klar, es kann immer noch mehr gehen, aber ich habe müssen lernen, dass dann am Tag X, wenn jetzt eine Show ist oder so, dass man das dann ausblendet. Ja. So, dass eigentlich der Business-Mensch an dem Tag sicher nichts bei einem verloren hat. Der ist dann einfach nicht in mir. Dann ist nur der Künstler. Der Kreativmensch. Der steht ja eigentlich auch im Widerspruch zum kreativen Mensch, der Businessmensch. Genau. Das sind ja völlig verschiedene Tätigkeiten und das hat nichts miteinander zu tun. Kreativ sein und Sachen planen, das finde ich, das ist etwas völlig anderes. Darum, ich mache als Kreative so viel lieber als andere. Ja. Aber für das haben wir ja zum Glück auch Leute im Boot, die vielleicht nicht so kreativ sind. Aber mehr so ein bisschen, nein, die einfach halt speditiv und eine Excel-Tabelle können führen und Mails machen. Ja, weil das, also erstens ist es mega wichtig und zweitens ist ja dann auch dort, in der Musik hast du noch so viel mehr Anhaltspunkte, wo man könnte als Erfolg definieren. Mhm. Also irgendwie Spotify-Plays, YouTube-Klicks etc. 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 Plus dann am Schluss irgendwie bei einer Show, wie viele Leute kommen. Ja. Aber Charts gibt es ja auch noch. Auch nicht mehr so wichtig, aber spielt ja alles noch mit, oder? Mhm. Und auch dort ist ja die alte Diskussion, wenn man einen Song hat, wo man selber mega happy ist damit, aber ist jetzt in den Charts nicht steil gegangen, ist es trotzdem ein erfolgreicher Song. Es sollte so sein, ja. Yeah. Aber aus eigener Erfahrung hat mir das auch schon den Song kaputt gemacht. Und das ist mega schade. Also, wirklich? Ja, und das ist mega dumm. Also, ich habe auch schon einen Song gemacht und dann ist er, habe ich gedacht, wow, der ist geil. Und dann ist er halt nicht so mega gut, also nicht schlecht angekommen, aber es hat einfach die Leute nicht so gejuckt, wie ich es mir erhofft hat. Und dann ist der Song automatisch für mich abgeschrieben gewesen. Und wenn die Leute gesagt haben, wow, das ist mein Lieblingssong, dann habe ich mir gedacht, boah, das ist keine Ahnung, das ist scheiße. Ohne Scheiße. Ja, aber das ist so falsch und das ist so schlecht zum Denken, weil es ist eh blöd, wenn man sich anfängt mit Zahlen messen, aber es ist auch schwierig, unserem, keine Ahnung, es ist auch einfach ein bisschen die Währung. Es ist viel, schwierig. Man muss es ja irgendetwas messen bei Fußballspielern, die messen es auch an Goal und wie viel wie viel Assets sie gefressen haben. Nein, ja, jetzt habe ich mich verloren. Auf jeden Fall, es ist mega schwierig, dass, also ich persönlich finde es schwierig, dass ich mich nicht von Zahlen beirren lasse. Yeah. Weil ich bin ständig um Zahlen. Und da gibt es das Reporting. Du bist in einer Sitzung und gibt es Reporting, ja, so und so viel und das haben wir. Und dann, das ist einfach, ja, das ist schwierig. Aber krass finde ich dann, dass wenn jemand kommt und sagt, der Song bedeutet mir mega viel, dass das dann. Also, mittlerweile habe ich auch dann den Frieden gefunden mit diesen Songs. Wenn ich, da kann ich auch ein bisschen zurückgehen, okay, es ist glaube doch nicht so scheiße gewesen, wie ich es jetzt an dem Tag gemeint habe, als er rausgekommen ist. Ich meine, ein Song kann ja noch so, kann sich auch noch entwickeln und der kann ja noch wachsen. Man kann voll nicht schon das Fazit ziehen am ersten Tag, aber man möchte es gerne. Ja, ist halt ein bisschen einfacher. Ah, okay, nein, okay, versorgen, okay, wir machen weiter. Ja. Und Erwartungen natürlich. Ja, es ist ganz schwierig, Musik zu releasen in so einem Rahmen, wie es zum Beispiel jetzt wir machen und auch viele andere Künstler, und sich dann nicht an solchen Sachen zu reiben, wenn sie dann passieren. Ja. Man wird sich besser über die Jahre, manchmal hat man wieder schlechtere Phasen, manchmal wieder bessere. Aber ja, also das ist schwierig und das kann einem viel versauen und dann muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen, dass Kunst und man selber als Mensch, wie du vorhin gesagt hast, einfach nicht mit Zahlen zu vermessen sind. Und auch deine Glücksmomente nicht. Mhm. Schlussendlich, wenn es darum geht, dass du möglichst eine gute Zeit willst auf diesem Planet, dann kommt es nicht darauf an, wie viele Leute diesen Song geteilt haben oder was auch immer. Ja, voll. Es wird nicht, am Schluss nicht an dem, das ist nicht das, was es ausmacht. Nee, das Geile ist ja zum Beispiel der Moment, wo eben so etwas entsteht und irgendwie, keine Ahnung. Ja, also das ist zum Beispiel das, was ich mega jetzt gelernt habe, auch bei unserem Albumprozess, den wir gemacht haben. Das ist das Geile. Yeah. Ja. Das ist das Geile. Konzerte sind geil. Was gar nicht geil ist, ist, seine eigene Kunst müssen mit Zahlen bewerten. Das kann nicht. Das kann nicht gut kommen, wenn du das machst. Es gibt immer jemanden, der größere Zahlen hat. Das kommt nicht gut. Ja gut, vor allem wenn du anfängst zu vergleichen. Das ist ja. Ja, um das geht es ja. Die Zahlen sind ja da, um Sachen miteinander zu vergleichen. Ja, ja. Aber ich denke dort immer, es gibt so eine alte Regel, wenn du vergleichen willst, dann musst du eigentlich mit dem ganzen Leben von dieser Person vergleichen.
Es reicht nicht, dass du dann nur die zwei Zahlen nimmst. Dann musst du so aussehen wie die Person, dann hast du das Leben wie die Person. So, dann bist du die Person. Ja. Dann musst du vergleichen. Das heißt, willst du die Person sein? Meistens will man das ja nicht. Eben. Ja, es ist. Ja, aber wir funktionieren so. Aber man kann es trainieren. Aber es ist auch schwierig. Also, es ist auch ein bisschen phasenweise. Zum Beispiel, jetzt aus meiner Perspektive. Wenn man, zum Beispiel, während man jetzt in einem kreativen Prozess ist, ist das für dich alles nicht so wichtig. Dann denkst du gar noch nicht so weit, wenn das rauskommt und bla bla bla. Sondern es ist einfach geil gewesen, diesen Song zu machen. Je näher das rückt, dass es dann rauskommt, wechselt das Mindset in so einen, okay, jetzt Promo und jetzt Erfolg und Business. Mhm. Und dann ändert sich auch die Bewertungsmaßstab. Da geht es nicht mehr darum, wie viel Spass haben wir gehabt beim Machen, sondern was schaut denn dabei raus, wenn es rauskommt. Yeah. Ja. Und das kann dann auch wieder weggehen. Also plötzlich ist es dann wieder weg, das ist wieder egal. Mhm. Ja. Aber immerhin hast du schon mal Spass gehabt, wenn du es kreiert hast. Weil schlimm finde ich, habe ich auch schon gesehen bei Leuten, die in der Kreation dann eben schon weiterdenken und sagen, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so angekommen und ich habe das Gefühl, das ist, und weißt so, und sich eigentlich dort schon beschneiden. Genau. Ja, das ist etwas, wo ich wirklich jetzt bei diesem Album richtig krass gelernt habe. Mhm. Du kannst nicht an dem Tag, wo du den Song am Schreiben bist, schon darüber nachdenken, was passiert, wenn der rauskommt. Yeah. Das ist so ein hypothetisches Konstrukt im Grund. Ja. Das kannst du einfach vergessen. Dann machst du dir einfach die Freude an der Kreativität kaputt. Das würde ich wirklich nicht mehr machen. Und es ist auch anmassend das Gefühl haben, wir checkt alles. Als hätte ich das Wissen von, das ist die perfekte Formel vom Hit. Mhm. Sonst hätte ich noch ja die ganze Zeit. Aber das ist gar nicht so. Und also am Ende des Tages kommt ein Album raus mit verschiedenen Songs und dann finden die Leute vielleicht den Song geil, den du gefunden hast, den ist es jetzt nicht. Mhm. Und das ist ja eigentlich nur nice. Muss es einfach passieren. Ich habe früher habe ich viele Songs angefangen und bin schon gesagt, wir müssen noch mal von vorne. Habe ich mir schon so einen Druck gemacht und unter so einem Druck kann gar nichts Geiles, Lockeres, Schönes entstehen. Man ist so verknurrt. Es geht wirklich nicht, es geht nicht. Nein. Wo hat denn das angefangen zu wechseln? Als ich mit ihm angefangen habe, Musik machen, ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Also, ich habe vorher eigentlich immer alleine Songs gemacht, er eigentlich auch. Und dann hast du halt auch nicht so gerade das direkte Feedback und auch nicht jemand, der sagt, nein, komm, ich finde das geil, sind wir noch ein bisschen dran. Dann bin nur ich, der einfach entscheidet, ja, jetzt fühle ich es gar nicht, lassen wir es. hast du in dem Fall mehr an Sachen geglaubt, kreativ gesehen? Nein, einfach, wo wir zusammen. Ja, aber das ist eigentlich so das Ding, wo wir zusammen ins Studio sind, haben wir gar noch keinen Filter gehabt, was jetzt ums Verrecken Mimix und LC1 Sounds sollte sein. Mhm. Außer die zwei, drei Songs, die wir schon gemacht haben. Aber auf Albumlänge. Darum haben wir es auch nicht die ganze Zeit schon irgendetwas können messen. Es ist jetzt halt einfach jedes Mal etwas Neues gewesen. Und wir haben nicht schon immer gedacht, okay, passt das jetzt zu dem, was ich mir eigentlich vorstelle? Weil wir haben noch nicht wirklich eine Vorstellung gehabt. Mhm. So. Oder? Ja, absolut. Ja. Was wurde nice ist. Und ich unbedingt auch weiterziehen in mein kreatives Arbeiten. So. Ja. Also, da haben eigentlich gegenseitig können, sag jetzt mal, profitieren von der Erarbeitung von dem Album. Also, mindestens einen Tag lang musst du an eine Idee geben. Ich weiß, ja. Aber ein Tag kann lang sein. Das ist halt heavy. Aber manchmal lohnt es sich. Also hat sich häufig gelohnt. Also ich denke, ein paar Songs vom Album, wo es so ist, so, auch dort hat es vielleicht mal Punkte gegeben, wo es so ist, und dann plötzlich hast du die springende Idee und dann ist schon wieder alles offen. Manchmal ist es nur ein Wort, dann studierst du einmal ein Wort und das führt nie an und dann ist ein anderes Wort und dann ist wieder das ganze Spielfeld offen und das ist eigentlich mega nice. Ja, und das Gute an der Tagesregel ist, im Normalfall hat man einmal drüber geschlafen. Ja. Und ich bin großer Verfechter davon, dass dann noch so wahnsinnig viel passiert. Weil du einfach mit was auch immer dich beschäftigt, du ins Bett gehst, die Unterbewusstsein irgendwie daran weiterschafft und am nächsten Morgen wachst du auf und eben dann kann der Moment sein, wo auf einmal alles klar ist. Mhm, voll. Einfach weil halt das kurz noch ein bisschen. Also auch, was sicher auch ist, wenn man etwas Kreatives erschaffen hat und dann hat man immer das Gefühl, das ist jetzt. Und dann muss man auch wirklich ein paar Nächte darüber schlafen. Ja. Und dann kann man dann nochmal entscheiden, ist das jetzt wirklich mega geil? Oder ist das jetzt wirklich das, was ums Verrecken braucht? Mhm. Ja, und dann kann man dann auch nochmal neu entscheiden. Also das ist ja auch, es muss ja nicht jeder Song, den man macht, rauskommen.
Wir können auch mal einen Song machen, wo dann halt nicht rauskommt. Hey, voll. Und eben, wir hatten auch Songs auf dem Album. Oder ein Song, wo zum Beispiel, wo du siehst, haben wir gesehen, wow, das ist der Song und wow, der Single. Am Schluss ist ja nicht mal ein Single rausgekommen. Mhm. Einfach, das ist ja krass, wie sich das kann verschieben kann. So, dann meinen wir, das ist jetzt der Hit und dann haben wir plötzlich, fühlt man es nicht mehr. Ja, man darf diesen Emotionen auch nicht zu fest vertrauen, wo man gerade hat zu einem Song. Ja. Die können sich auch mega ändern. Ja, das glaube ich. Ja. Man kann generell nicht immer allen Emotionen vertrauen. Ja, nein, es tut mega blöd. Man ist ja jeden Tag auch ein bisschen eine andere Version von sich selber. Ja, immer ein bisschen schlechtere. Ja, so ganz krasse Euphorie und oder auch negative Dinge, das ist meistens nicht so geil, wie man gerade denkt, oder auch nicht so schlimm, wie man gerade denkt. Es ist eher irgendwo zwischendrin. Aber es ist auch schön, wenn man es mal hat. Ja, ja, nein. Es tut auch gut, mal ein bisschen euphorisch sein, wenn man es schon mal hat wieder mal. Ja, das sowieso, ja. Aber ich denke auch, dass so die Ende von den Emotionenspektren sind die, wo man am wenigsten sollte vertrauen in dem Moment. Ja. Sehr fest, das stimmt. Das ist gut gesagt. Es kann ja schnell vom einen gerade zum anderen gehen. Ja, ja, sehr. Das ist ganz krass. Also, ja, absolut. Ja. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Seit so 15 Jahren kennen wir uns. Ja. Ja. Wir haben uns an einem Rap-Konzert kennengelernt. Die, die uns verfolgen, die haben jetzt die Geschichte zum 100. Mal gehört, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich habe ein Konzert in Rotenburg, von dort, wo ich herkomme, mein erstes Konzert. Mhm. Dort bin ich noch so recht belächelt worden im Dorf, weil ich bin halt der Einzige, der gerappt hat. Das haben wir nicht so gemacht. Und dann habe ich dort meinen Auftritt gehabt. Und ich war Vorgruppe von ihm. Er hat dort auch einen Auftritt gehabt. Und ich war grosser Fan von ihm. Und dann bin ich auf die Bühne und hatte völlig Blackout gehabt. Ich habe nicht mehr gewusst. Mein Text war weg. Und dann habe ich einfach so beatboxed. Und ich bin von dieser Bühne gelaufen und dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich so verkackt. Und ich war wirklich richtig demoralisiert. Und dann hat er mich aufgebaut, hat er mir gute Tipps gegeben. Ich weiß nicht mal, was man für einen Tipp aufgibt. Wahrscheinlich völlig blind. Also eben, man darf nicht vergessen, das war auch erst mein drittes Konzert. Ich weiß, ja. Ich bin auch keine krasse Persönlichkeit. Ja, aber für mich bist du im Fall eine ganz krasse Persönlichkeit. Heftig, das finde ich krass. Ja, aber ich bin halt so... Ja, nein, wenn man jung ist, dann passiert das. Für mich ist das, ich bin aus Rotenburg. Gell? Ja, okay, gut. Als wäre jetzt der 50 Cent gekommen. Das ist der Star aus dem Ausland, der Star aus der Stadt. Ja. Yeah. Nein, und darum, ja, ich weiss, für dich, du bist nicht auch völlig am Anfang gewesen, aber für mich ist es schon so, ist einfach, habe ich schon irgendeinen Unterschied gegeben. Ja, und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann hat die Luzerner Rap-Szene, es ist auch überschaubar gewesen, immer noch. Ja. Und ja, da lernen wir sich kennen und irgendwann haben wir dann auch zusammen Musik gemacht und, also, und sind Freunde geworden. Also was heisst, es ist überschaubar, aber es gibt ja nicht irgendwie ein wöchentliches Treffen von den Luzerner Rapper. Nein, das gibt es nicht mehr. Das ist, nein, also ich meine, wie es gibt jetzt in Luzern, es gibt viel mehr Rapper, als man denkt wahrscheinlich. Es gibt ja, also mittlerweile gibt es viele, die rappen. Man kann auch viel mehr machen. Jetzt komme ich wirklich, als wäre ich 50, mit der Technik und mit dem Programm. Nein, aber einfach so, es ist gleich noch recht, am Schluss ist es gleich die Schweizer Rap-Szene und es ist immer noch nischig am Ende des Tages und schon überschaubar. Und dann sind die Buddies geworden, dann haben wir schon, wie viele haben die gemacht? Zwei oder drei? Dann haben ein paar Songs gemacht, bevor das Album gemacht hat. Also, der erste gemeinsame Song haben wir so 2011 gemacht. Für ein EP von mir ist das etwas, habe ich das ganz krass gefunden. So wie hat der Song geheißen? Wie hat der Song geheißen? Pippi Boy oder so. Pippi Boy hat er gegeben. Aber wieso? Will ich das auf den Hook sagen? Ja, du siehst aus so wie Pippi Boy. Aber was hättest du? Ich habe mich gefragt, was du eigentlich damit meinst. Meinst du eigentlich Pippi wie Bisi oder Pippi Langstrumpf? Ich wahrscheinlich Pippi Langstrumpf. Ah, ich habe mir Bisi gemeint. Aber geil, schön, dass wir es jetzt nach all diesen Jahren endlich richtig sehen. Ich habe Bisi genommen. Ja, du siehst aus so wie Pippi Boy. Nein, das ist nicht mein Style, Pippi zu Bisi sagen. Nein, das wäre mein Style. Ja, ja, dann haben wir den Song gemacht. Und also ich habe ihn ins Studio eingeladen, ich habe mir da den Traum erfüllt. Und dann möchtest du die nächste Geschichte erzählen? Ja, ich habe einfach meinen Part vor allem mega geil gefunden und habe dann noch das Mixtape rausgegeben und einfach nur meinen Part draufgenommen und ihn weggeschickt. Ich bin rausgecuttet worden. Und ich habe nicht ganz gewusst, finde ich es jetzt nice oder nicht, irgendwie... Ich habe mir gar nicht so viel überlegt, ich einfach gedacht, ich habe noch diesen Part, der könnte jetzt auch noch drauf. Aber es macht wirklich Sinn, auf meinem Mixtape, nur selbst der Song, der schon draus ist, da habe ich auch das Jackie abgeschnitten. Ah, es ist einfach das gewesen, okay. Das so kann ich Frieden schließen. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt machen wir schon lange Musik und sind... Also ich glaube, nebst dem, dass wir Musik machen, sind wir einfach auch gute Freunde. Und das sind wir hoffentlich auch, wenn wir mal keine Musik mehr machen. Ja, und wie ist denn jetzt...
das Album oder die Idee für das Album entstanden? Also ich habe schon 4 Solo-Alben gemacht und bei mir hat es viel mit dem zu tun, was wir jetzt vorher darüber geredet haben. Für mich ist es immer, also für mich ist es sehr eine geile Vorstellung gewesen, mit jemand anderem etwas zu machen und mal auf das, was ich vorher gemacht habe, so ein bisschen zu schiessen. Mhm. So die Regeln mal aufbrechen. Mhm. Und wir haben viele erfolgreiche gemeinsame Songs schon gehabt. Wir haben gewusst, das würden sich jetzt die Leute noch reinziehen, das würden wir uns selber reinziehen. Wir würden sicher eine gute Zeit haben, wenn wir das machen. Und darum ist das relativ jetzt schon länger im Raum gestanden und dann letzten September haben wir angefangen. Voll. Ja. Also für mich ist es... Ah, so eine kurze... Also nein, September vor einem Jahr. Sorry, 22. Ah, ja. Also schon nicht vor 3 Monaten. Wow. Also ja. Fertig. Eben, das hat mir jetzt... Hey, ich habe mich einfach vor allem wirklich nicht gesehen, ein Soloalbum machen oder was auch immer. Mhm. Weil es hat mich völlig eingegangen. Jetzt, ich habe vor allem für immer niemand, ist so ein monumentaler Song und so. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich jetzt noch erzählen soll nach dem. Mhm. Und mit ihm ist das halt etwas anderes. Da habe ich plötzlich wieder sehr viel zu erzählen. Ja. Yeah. Ja. Mhm. Ja, und ich habe auch Bock gehabt, etwas Neues zu machen. Ich habe viel einfach alleine Musik gemacht und ich meine, wir haben ja die Crew, die 041 Crew, wo wir auch alle gute Freunde sind. Und das hat dann auch schon, wir haben schon früher alle zusammen Musik gemacht und uns auch definiert über das. Aber wie es halt ist, wenn man über 10 Jahre lang Rap macht, irgendwann haben gewisse Leute auch andere Interessen. Und man überlegt sich, habe ich eigentlich noch Bock, der Rapper zu sein? Mhm. Und ja, und irgendwann sind auch ein paar nicht mehr so aktiv gewesen, haben auch nicht mehr so Bock gehabt. Und hat sich einfach auch sehr natürlich ergeben, weil bei mir hat es eigentlich erst so ein bisschen später richtig angefangen zu hypen. Und ich habe noch voll recht gebrannt für die Kunst. Und du hast dann auch unter dem Vorwand, dass wir zusammen das anmachen, hast du eigentlich auch wieder ein bisschen das Feuer entdeckt. Und das hat mich natürlich auch gefreut, weil ich... Durch das, dass es mir erst später so angefangen hat zu laufen, habe ich einfach so ein bisschen schade gefunden, Scheiße, jetzt ist die Phase gekommen, wo langsam die Leute aufhören mit dem. Mhm. Und darum habe ich es auch mega schön gefunden, dass bei dir nochmal das Feuer erweckt worden ist und so. Ja, definitiv. Ja. Ja, es muss ja auch in irgendeiner Art und Weise muss man ja auch etwas aktiv dafür machen, dass das für da bleibt, sozusagen. Ja, voll. Also ich meine, ich liebe Stand-up, Comedy grundsätzlich, retrospektiv gesehen, seit ich kann denken, so, ja. Oder? Und gleich, wenn man es dann ein paar Jahre macht, merkt man, wie die Liebe auch zum Teil ein bisschen schwieriger wird, aufgrund von verschiedenen Umständen. Eben viele, die wir jetzt heute schon besprochen haben, aber eben auch schon nur die Kunst an sich. Mhm. Irgendwie. Man ist schon so lange in der Materie drin, dass man halt auch nicht mehr so oft den Effekt hat von boah, irgendetwas flasht mich jetzt wahnsinnig, weil man hat irgendwie alles schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen und gehört. Und weißt, so. Es ist wie eine Beziehung. Es kann halt auch zergewohnt werden. Und das Feuer kann für... Man kommt dann halt in so einen Ablauf und dann machen wir das und das. Aber ja, voll. Und darum ist aber genau das effektive Kreieren ist ja dann eigentlich das Geilste. Das, sich durchzieht, wo immer Spass macht. Ja. Voll. Und dort muss man sich ja gleich auch immer wieder mal selber motivieren. So. Weil ich hatte das während Covid, weil dann habe ich urelang das gleiche Programm gespielt. Und dann spielst du das Programm und das funktioniert dann so. Aber früher habe ich jedes Jahr ein neues Programm rausgebracht. Das heisst, ich habe eigentlich immer den Rhythmus gehabt, ich bringe etwas raus und bin dann im Hintergrund schon am Erarbeiten vom Nächsten. So. Das heisst, ich habe immer die beiden Seiten gehabt. Du kannst einerseits das performen, wo du irgendwie schon fertig hast. Und andererseits kannst du Neues erschaffen. Und dann hat mir der Neues erschaffen Teil gefehlt. Und dann tingelst du wirklich eben durch alle die Orte, oder? Und spielst die Dinge und du hast eigentlich nicht mehr den Führmoment von boah, bei mir ist es so, eben bei euch ist es vielleicht allein oder dann wirklich der Song, bei mir ist es so ein Joke, wo irgendwie so irgendetwas denkt da drum, dann gehst du mal auf die Bühne und es gibt ein Lachen und dann denkst du weiter. Und das ist eigentlich der geilste Moment. Das ist wie... Das ist wie Gold finden. Das ist oft so, ich habe etwas ausgraben jetzt gerade. Wow. Hast du schon mal einen Joke geschrieben, wo du denkst, boah, der wird die Leute wirklich kaputt machen? Und dann ist einfach nichts passiert. Sicher auch, ja. Aber du hast ein gutes Gespür, so weißt du, so was dein Klientel so eigentlich auch geil findet. Ja, aber auf das darf man sich auch nicht zu fest verlassen. Ja. Und darum, mittlerweile schreibe ich nicht mehr.
sondern gehe wirklich nur mit... Das machen jetzt andere. Genau. Lass jetzt schreiben. Ich habe eine ganze Firma. Nice, nice. Die schreibt... Voll chillig. Die Schreibcompany. So. Perfekt. Nein, sondern ich gehe einfach nur mit Ideen auf die Bühne. Das heißt, ich habe... Freestyle fast, also Stand-up. Genau. He? Das heißt, ich habe weniger jetzt schon eine Ahnung davon, könnte das... Mhm. Zum Beispiel, das letzte Mal bin ich am Open Mic bin ich unplant gegangen und habe mir nicht mal überlegt, was ich dann erzählen werde. Sondern habe gefunden, ich lass, ich schaue jetzt mal, was. Ohne Scheiß, ich schaue jetzt mal, was die anderen erzählen. Ja. Und der eine hat dann etwas über das Militär gesagt und ich so, ich habe mal so eine Geschichte erlebt. Und dann gefunden, komm, ich erzähle jetzt die mal. Ja. Und dann habe ich mehr Freude auf so kleine Sachen okay. in dieser Geschichte, wo ich so gefunden habe, das ist eigentlich nice. Ein Bit in sich. Ja. Ja. Nein, ist eigentlich, also es ist voll nice. Und aber also ich würde mir einen Psychokopf machen schon den ganzen Tag und so, wenn das jetzt kommt. Machst du das auch, oder? Nein, weniger. Ja. Beim Programm, wo ich jetzt das letzte Programm so die erarbeitet habe, dort habe ich irgendwann schon recht Krise geschoben, weil ich halt dann einfach hinterfragen, ob das der richtige Prozess ist. Ja, okay. Weil du musst ja in deine Fähigkeiten in dem Moment vertrauen. Mhm. Und so eine Woche vor dem ersten Tryout glaubst du natürlich nicht so an die Fähigkeiten. So. Okay, aber du glaubst immer an die Fähigkeiten, wenn du an ein Open Mic gehst und dann kommt schon etwas Gescheites raus. Ja, und wenn auch nicht, ist es auch egal. Egal. Okay. Dann müssen einfach die Leute dran glauben. Du kommst und dann ja, so, und weißt du was? Wie heisst du? Wie alt bist du? Was schaffst du? Bla bla bla. So. Oh! Ich habe auch schon so das ist mir alles gerade auf Gold wachsen. Ich mache das KV. KV. Ja. Ich liebe das. Aber ich würde. Oh mein Gott. Das habe ich nach dem ersten Lockdown. Dort habe ich eben das Gefühl gehabt, hey, ich kann jetzt ohne irgendetwas. Ja. Und dann bist du halt so ein bisschen eingerostet. Das ist halt wirklich. Aha, ja. Du hast einfach mega lange nicht gemacht, oder? Ich mit Menschen geredet. Und dort hat wirklich. Dort hat wirklich jemand können sagen, irgendwie so, weißt du, wenn ich so sage, von wo bist du? Hat jemand können sagen, Nordkorea. Und ich so, nice. Okay, und von wo bist du? Ausgemacht. Weißt du, so, hat einfach nichts draus rausgekriegt. So. Du bist genauso gesehen, von wo bist du? Winterthur. Okay. Ja, Nordkorea wäre eine Steilvorlage. Ja. Eben. Das wäre krass, wenn jemand von Nordkorea wäre. Ja. Drum, nein, aber bei Open Mics, die haben ja nicht gezahlt. Also, wenn du sagst, die Leute müssen daran glauben. Ja. Ja, dann hat er ja gezahlt. Nein. Aha, ja, nein, dann ist es egal. Eben. Und darum egal. Machst du mehr Druck bei Programmen, wo sie das Ticket kaufen. Absolut. Ja, verstehe ich. Die müssen jetzt unterhalten. Die kommen so, unterhalte mich, ich habe ein scheiß Leben. Genau. Aber das ist dann halt die große Hilfe, ist, dass man noch Tryout schreibt. Ah. Aha. Und dann hast du wirklich halt ein paar Shows, bevor die Premiere ist. Und dort ist dann effektiv der Prozess. Das ist wie so, hey, es kann da scheiße werden. Ja, ja. Auf welches Risiko, das Geld gibt es nicht zurück. Und das Gute ist, es ist nie ganz scheiße. Du hast dann halt auf mal einen Teil drin, der nicht funktioniert. Ja. Und der ist dann auch nicht so wichtig am Ende von oben. So, und da kann man dann auch wieder rausrühren. Genau. So. Ja, genau. Das haben wir auch. Ja, also wir haben jetzt auch eine Show von Grund auf neu gemacht und dann haben wir auch halt noch drei und gesagt, okay, also jetzt auch noch den ersten Teil der Tour haben wir, jetzt machen wir jetzt auch eine kleine Änderung, weil wir da gemerkt haben, so, okay, dort ist so ein bisschen, dass er nicht funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Unterbruch fängt der eine Song an, einer seiner bekanntesten Songs fängt an und dann geht es gerade in den Refrain und wir haben es geil gefunden, bevor der Refrain kommt, dann wir gerade abbrechen und dann kommt mein komischer Song, der völlig anders ist. Und das hat uns einen geilen Bruch vorgestellt, aber bei den Konzerten ist es immer so enttäuschend. Also es war nicht mega schlimm gewesen, aber für uns auf der Bühne ist es immer so ein bisschen, keine Ahnung, haben wir die Leute so und haben mitgesungen und dann kommt der andere Song und es ist einfach so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein mega geiler Effekt ist. Darum, in Zukunft. Jetzt dreht es um. Jetzt von die weirden Songs. Es ein bisschen länger, jetzt dürfen die Leute noch den Refrain mitsingen. Okay. Ja. Und dann gibt es den Bruch. Ich habe schon gedacht, die Song und der hat wächst jetzt auf einmal direkt in den Refrain. Das sage ich so, oh mein Gott! Das würde besser funktionieren auch. Wahrscheinlich. Oh. Ja, aber das ist wichtig. Ich glaube, Anpassungen machen und ein bisschen merken, was funktioniert und einfach ausprobieren. Wenn du es nicht ausprobierst, weißt du nicht, wie es ist. Ja. Yeah. Ja, das ist auch ein Problem. Oft sieht man es erst auf der Bühne, wie es ist. Ja. Du kannst dir im stillen Kämmerli vieles überlegen. Ja, aber auf der Bühne kommt dann die Realität, ob es geht oder nicht. Und auch, wie man sich fühlt dabei, das ist eben auch. Ja. Yeah. Und wie man sich generell auch fühlt. Das kann ja sein, es könnte auch funktionieren, aber du bist vielleicht gerade in einer schlechten Verfassung und dann kannst du es auch nicht so überbringen, wie es ist. Ich meine, das kann man ja auch nicht, man kann auch nicht alles planen im Vorfeld. Ich meine, gell, amix ist dann halt, hast einen schlechten Tag und dann ist das halt. Und das gehört einfach auch dazu. Man kann auch nicht alles so, das muss jetzt gut sein. Mm. Und das muss man einfach akzeptieren, dass es halt amix nicht so kommt, wie man will. Und das ist ja auch gut so.
Und jetzt, also das Album ist draussen, jetzt kommt der zweite Teil von der Tour sozusagen. Mhm. Und dann kommt ja immer schon bald der Punkt so, und was machen wir jetzt? Das Gute ist, nach der Tour kommt ein Festival-Tour. Yeah. Und dann kommt vielleicht, wer weiß, noch eine Herbst-Tour. Yeah. Darum, es kommt jetzt einfach ein Konzert nach dem anderen. Aber ja, dann stellt sich natürlich auch, also wir haben uns auch die Frage schon gestellt, was ist irgendeines, aber das haben wir jetzt auch noch nicht so fest definiert. Wollen wir auch nicht, wir haben jetzt wirklich das Album erst rausgegeben. Darum ist es gerade gut auch. Jetzt auch ein kleines Päuschen kurz, das ist auch nicht schlecht. Das ist jetzt auch, muss man auch sagen, auch wenn es Spass macht, und es ist das Geilste, was man machen kann, es ist auch krass anstrengend. Vor allem, wenn man noch nebenbei auch noch einen Job hat und so, dann ist das sehr, keine Ahnung, einnehmend und auch zeitintensiv. Schaffst du noch etwas anderes oder bist du Full Comedian? Full Comedian. Alter, hure geil. Ist es hure geil? Es ist hure geil, ja. Ja. Und viel, es ist viel Arbeit. Ja. Ja, das glaube ich, ja. Wie viele Aufführungen hast du so? Also wie viel musst du machen, dass so, okay, es muss auch länger? Hey, mittlerweile muss ich nicht mehr so viel machen. Also, weil es kommt irgendwann, am Anfang ist es wirklich so gesehen, möglichst viel Gigs bolzen. Mhm. Und jetzt sind ein paar von denen sind wie auch weggeht. Ja. Weil man sagt, es bringt es nicht mehr im Verhältnis zu einem anderen Gig so. Und eben Energiehaushalt, la, so, oder? Aber ich habe immer noch so klare Fun-Gigs dazwischen, wenn ich irgendwie auf Deutschland gehe oder so. Weil dann irgendwie spiele ich 4-5 Tage Quatsch Comedy Club und bin in einer deutschen Stadt. Und das ist dann so, das ist eine Mischung von Ferien und noch ein bisschen auftreten. Und die machst du sicher nicht wegen dem Sturz. So, ja, oder? Das ist ja gut. Ja. Genau. Und dann eben, auf einmal kommt dann auch wieder Freude an so einem Open-Mic-Gig, wo du eben sagst, komm, das mache ich jetzt wirklich eben nur für die Kreativität, ohne irgendeinen Hintergedanken, weil dort gibt es ja logisch gar kein Geld. Ja. Und darum, ich bin dann am Schluss, bin ich so bis so 80 im Jahr. Bin jetzt so langsam so etwa dort. Krass. Wie viele Leute sind denn damals dort so? Hey. Das kannst du flexen mit krassen Zahlen. Ich kann dir sagen, 350 bis 4. Bis 4? Nein, also so wenig sind es nie. Nein, aber Covid ist schon sehr speziell gewesen. Was ist speziell gewesen? Covid, die ganze Corona-Zeit. Weil ich habe gefunden, ich spiele eigentlich trotzdem immer, wenn ich kann. Ja. Und dann hast du halt auch können, wenn 8 Leute gekommen sind. Mhm. Okay. Ich glaube, 8 ist das Minimum gewesen. Boah, das stellen wir heftig vor. Das ist richtig weird. Das ist richtig absurd. Hey, aber auch dort war es ein Ausprobieren gewesen, gell? Musiker haben dann ein Autokonzert gemacht. Habe ich auch mal gemacht. Oh mein Gott. Auto-Comedy. Vor Scheibenwischer. Wenn die Leute ihrem die Auto Leute, in vor sich Leute haben Licht gekübelt, wenn sie es lustig gefunden haben. Aber das ist richtig scheiße. das ist wirklich krass. Das ist das saddest Shit ever. Nein, du bist weißt du, was noch schlimmer war? eigentlich noch schlimmer, Zoom. Wow. Wow. Ich habe nicht so viel gemacht, aber ein Kollege von mir, der hat das Schlimmste gehabt. Der hat wirklich gehabt, weil das Problem ist ja dann noch wegen der Rückkopplungen und so weiter, haben sie alle stumm geschaltet. Und er hat einfach so eine halbe Stunde hat er performt. Yes. Und dann hat er einfach so, das ist irgendein Schulabschluss, weiß doch auch nicht, was so, oder KV-Abschluss, irgend sowas, oder? Ja. Lehrabschluss 4. Und dann haben einfach so ein paar Kiddies so, haha. Nein. Lol. Nein, vor allem, es ist ja für alle Beteiligten scheiße. Die finden es nicht lustig, es ist krass, ja. Boah, das ist wirklich harter Tobak. Was findest du so beste Comedian in der Schweiz? Boah. Das ist auch sehr subjektiv. Der Goat. Der ist der Messi vom Schweizer Comedy. Also, jetzt so Stand-up. Ich sehe schon der Zuccolini momentan so ein bisschen in einer eigenen Sphäre. Okay. So. Und da ist halt so auch so ein bisschen, gibt auch so ein bisschen Goat-Feeling, weil er es schon lange macht. Ja. Und weil er effektiv immer noch konstant besser wird. Mhm. Und irgendwie ankriegt, dass einfach egal wer dort hockt, dass es einfach sie mitnimmt. So. Ja. Jetzt aber, wenn man noch ein bisschen mehr auf Gold geht, dann ist es wahrscheinlich ein Peach Weber oder so. Ist auch bei dir dort Gast gesehen, gell? Ja. Yeah. Aber der Peach, der kriegt es wirklich. Der Peach kriegt es an, dass Menschen, die sich entschieden haben, ihn scheiße zu finden, wenn er auf die Bühne kommt, dass sie trotzdem nach einer halben Minute nicht mehr können. Ja. Und das ist ein Level von Goatness, das ist schon mal schade. Ja, nein, der Peach Weber scheiße finden, das kann man nicht.
Nein, aber es ist lustig, weil du siehst immer so etwa ein Drittel, weißt du? Mhm. Entweder zu wenig Sachen von ihm kennen oder nicht mit ihm aufgewachsen sind oder so. Und einfach so ein bisschen entscheiden, so, nein, du nicht, du holst mich nicht. Und auch so ein bisschen der Kontereffekt, weißt du, so von wegen, ja, alle finden dich so toll, ich finde dich jetzt nicht so toll. Aha, das gehört dazu, ja. Und dann macht er wirklich nach einer Minute, hat er die am härtesten am Boden. So. Aber er geht ja wahrscheinlich nicht spezifisch auf die Leute ein. Er hat ja sein Programm aufgeschrieben und macht einfach sein Ding. Und es ist einfach so fucking hilarious, dass es nicht anders geht. Peach Weber ist für mich schon, muss ich sagen, Gold. Und ich verbinde mit dem, dass ich ihn immer in Ebiken gesehen habe, im M-Park einkaufen. Okay. Und ich habe dann immer gesagt, das ist dort der Peach Weber. Da sehe ich ihn so im Einkaufswagen. Das habe ich immer ganz sick gefunden. Ja. Ist der auch im Hawaii-Hemli und mit Käppli? Ja, im Fall, wirklich. Also das Käppli hat er sicher an, das hat er an, das ist sein Style. Immer. Aber hey, das, stilbewusst. Also einfach etwas machen und das ist er jetzt. Er ist jetzt das Hawaii-Hemli. Das kann man gar nicht wegdenken. Darum, das ist völlig fair. Irgendwann möchte ich noch, muss jetzt auch ein bisschen Gas geben langsam. Ein Traum wäre wirklich mal ein Feature mit dem Peach Weber. Oh. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefragt. Er würde es wahrscheinlich ein Peacher nennen. Ja. Er kann es nennen, was er will. Peachering. Ein Peachering, ja, von mir aus. Peachering Peach Weber. Das wär ein Traum. Aber ist jetzt auch schon alt, gell? Hey, aber weißt du, bei so Sachen einfach fragen. Ja, sollte man. Wirklich? Ich meine, ich hätte auch nie gedacht, dass er in den Pod kommt. Er hat noch nie einen Podcast gemacht und ich weiß nicht, ob er jemals wieder hineingegangen ist. Ohne Scheiß. Ja. Aber er hat gefunden, ja, ich tue einmal deine Rolle. Und es war chillig mit ihm. Mega. Geil. Und das Geile bei ihm war, vor allem, wo er dann über Musik anfangen zu reden. Und das ist dann, für so Zeugs liebe ich halt Podcast. Wo hast du mal die Chance, den Peach Weber eine halbe Stunde über Musik reden zu hören? So, weil er sich irgendwie interessiert, was macht der Hit aus? Und dann hat er irgendwie Share, Believe, das sind ja die ersten, die Autotune gemacht haben. Weißt du, so, oder? Da ist mega in der Materie drin. Ne? Geil. Und das ist schon recht geil. So. Mhm, das glaube ich. Ja, muss ich mir noch reinziehen, den Podcast. Simon macht es dann gleich nicht. Nein, ich mach's. Vielleicht. Hey, kannst du gerne machen. Aber frag mal. Ich muss auch sagen, jetzt, das ist auch ein Geständnis. Hassen ist immer ein schwieriges Wort. Aber Podcast, das ist mal etwas, was ich mal gar nicht konsumiere. Wirklich? Ich mache es gern. Yeah. Also ich bin jetzt gerne als Gast, aber ich lasse das wirklich. Ich habe nie den Zugang gefunden zu einem Podcast-Konsum. Ah, da haben wir ihn auf dem Bildschirm. He? Legende. Sieht fresh aus. Gell? Ja, und den haben wir da, ja. Nein, aber es ist wirklich... Ich habe gedacht, ja, der ist doch sympathisch, wenn du gerade sagst. Das ist geil. Und dann haben die in der Probe schon alle gelacht und haben auch mal gemeint, dass ich Nummer. Also, und dann habe ich Alina gesungen. Und habe irgendwie gesagt, ja, sei da. Yes. Aber... Podcast ist wirklich so, ich konsumiere es zum Beispiel, auch bevor ich ihn gemacht habe, darum bin ich wahrscheinlich auf die Idee gekommen, eins zu machen. So. Ja, Jackie. Also und, ich kenne mega viele, die das lieben. Es ist wie mit allem, es ist so, wenn du das eine Ding hast, wo dich irgendwie catcht, dann kannst du es auch konsumieren, so, oder? Tust du Podcast konsumieren? Ja, bei 3 am Tag. Ah, wirklich? Ja. Krass. Double Time. Nein. Das finde ich ganz schlimm. Das ist schlimm. Das ist, nein, da muss ich wirklich sagen, da muss ich jetzt wirklich mal etwas sagen. Jawohl. Leute, die müssen Inhalt auf, sorry, vielleicht greift ich jetzt an, ich weiß nicht. Leute, die müssen Inhalt auf schneller konsumieren, die müssen, glaube ich, ihren Gang runterfahren. Weil wenn man etwas, das einem unterhaltet oder irgendwie einem informiert, will reinwürgen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich weiß von einem, kennen die Hot Ones? Ja. Eine YouTube-Show, wo sie die ganze Zeit Wings essen. Die scharfe Wings essen, oder? Und der Typ dort, der Sean irgendetwas, der ist mittlerweile ja legendär in seinen fucking insane geilen Fragen. Mhm. Ja, der ist wirklich sehr gut, ja. Und du siehst, es gibt ja so Compilations von den Gästen, wo wirklich immer so, oh mein Gott, was für eine gute Frage. So. Mhm. Und er erzählt mal nehmen, wahrscheinlich in einem Podcast, erzählt er, wie er halt Recherche macht, oder? Und seine Recherche ist halt so insane. Ja. Und er weiß irgendwie zum Teil 5 Tage vorher, jetzt kommt, weiß ich auch nicht, DJ Khaled. Ja, da muss er sich alles 5-fache Geschwindigkeit reinziehen. Und dann macht er wirklich, nicht nachher. Genau, los, jeden Podcast, Double Time, so. Das ist doch nicht, aber dann ist es auch richtig, Arbeit. Recherche-Effekt, ja. So. Ich habe gemerkt, alle Pods und auch, du kannst mittlerweile auf YouTube doppelt so schnell. Ja, ja. Und alles jetzt.
Mache ich nicht. Nur, es gibt gewisse Hörbücher, die so langsam gelesen sind, dass ich dann so auf, weißt du, so irgendwie 1,2 bis 1,4 gang, so normal für dich. Damit es für mich einfach ein bisschen normal tönt. Ja. Ich mag nicht fucking 5 Sekunden Pause nach einem Satz. Weißt du, so. Hey, verstehe ich sehr. So, aber ich bin so nervös, wenn das ist. Aber eben, es ist so unangenehm zum Hören. Es fühlt sich dann aber wieder normal an. Ja, ja, gut. Bei den Langsamen. Ja, ja. Aber ich also, weißt du auch, hörst du ab und zu, wenn du ein paar Spruchnachrichten hörst. Und es ist oft so, hey, was? Und ich denke so. Oh, okay, aber dort mache ich es immer. Ich schaffe aber nur eineinhalb. Bei zwei verstand ich es nicht mehr. Ich lasse es wirklich. Also je nachdem, wer es macht, dann ist zweifache Geschwindigkeit schwierig. Aber ich kann schon so meistens eineinhalb. Weil ein paar Leute auf dieser Welt haben es einfach wirklich auch nicht im Griff pointiert, eine Message überzubringen. Und da ist mir dann meine Zeit am bisschen zu schade, um jemanden zu hören, wie er eine Message hat und sie auf 3 Minuten ausdehnt. Und es ist einfach so, ja, und eben. Darum, dort finde ich es wirklich ist eine Bereicherung für mein Leben. Nein, dort bin ich mit euch nicht einverstanden. Hörst du immer in einfacher Geschwindigkeit? Auch, ja, ja. Wenn es nur um Informationsbeschaffung oder... Ja, also wie viel Sprachnachrichten sind jetzt wirklich reine Informationsbeschaffung? Sehr wenig, oder? Hey, also wenn ist immer versteckt. Es ist einfach für mich, also es ist mir scheißegal, das kann jeder machen, wie er will. Aber für mich ist das Zeichen dafür, dass man sich nicht auf die Situation einlässt, die jetzt gerade passiert. Sondern wir müssen sie möglichst schnell durchwürgen. Das stimmt, das wollte ich auch. Ja. Also, das ist so, ja. Bei WhatsApp finde ich es mühsam, wenn jemand ellenlange Sprachnachrichten schickt. Da stehe ich jetzt dazu. Ja, aber WhatsApp ist jetzt auch nicht so ein Gebiet, wo man findet, oh, ich bin mega gern auf WhatsApp. Da so. Bin ich mega gern und mega am geniessen. Nein, ich fühle mich auf WhatsApp wirklich gar nicht wohl. Ja, für mich ist es mehr so ein Burden. Aber, yeah. Wenn wir jetzt aufhören mit WhatsApp Podcast Talk, ist das der Schluss von dem Podcast? Also ich bin völlig fein mit dem. Du auch? Voll easy. Finde ich schön. Finde ich einen schönen Schluss, ja. Vielen Dank, dass ihr da gewesen. Danke dir vielmals. Übrigens, muss ich an der Stelle noch sagen, ich habe das Album gelost. Ein bisschen aus Recherche natürlich auch. In zweifacher Geschwindigkeit. In Double Time. Und das, was ich verstanden habe, sehr gut. Ja. Danke. Nein, ich finde es wirklich geil. Danke. Vor allem den Titeltrack finde ich auch, den Clip, wahnsinnig lustig. Ja. Geil, danke schön. Also da hat mir wirklich vor ersten Sekunde hat er mir ein gutes Gefühl gegeben, wirklich so. Geil, sehr nice. Ich bin unterhalten gesehen, aber gleich auch habe ich den Beat geil gefunden und dann eben noch den Clip dazu. Es war ein geiler Dreh gewesen, muss man sagen, mit diesen Leuten. Shoutouts an alle Statisten, Statistinnen. Ja. Danke mal. Vor allem, wenn sie pfeifen, der Pfeif-Part, der verwünscht mich so hart. Ja, das war heftig. Der ist live auch sehr heftig. Ja, das ja, glaube ich. Ja, wirklich. Ja. Yes. Also, dann weiterhin viel Erfolg, gute Tour. Dankeschön. Dir auch. Genießt es, gutes Erschaffen, gute kreative Merci Moment. Danke, gleichfalls. Und danke, Christoph. Danke, Christoph. Mit mir gesehen, Johan. Yes. Dankeschön. Dankeschön. Merci. Thank you.